mir Zeit, meine Zähne zu putzen. Yeah, Zahnpasta macht Spaß. Oh nein, was für eine Sauerei. Naja, wenigstens putzt er sich die Zähne. Jedoch wird es Zeit, dieses Problem zu lösen. Ich gebe ein paar Tropfen Zahnpasta in dieses Poppet. Hey, Schatz, nimm doch stattdessen diese Zahnpasta. Wow! Wow, sieh mal! Die sind sehr schön! Mama, Mama, schau! Was ist es, Liebes? Oh, Flamingos! Ich hätte gerne einen! Darf ich einen haben, bitte, Mama? Du bekommst keinen Flamingo. Oh, das ist nicht fair. Ich bekomme nie schöne Dinge. Oh, schalten wir um. Oh, sieh dir das an. Niedliche Kätzchen. Wir könnten eins davon haben. Nein, ich will einen Flamingo. Dachte mir, dass du das sagen würdest. Oh, ein Hund. Jeder liebt Hunde. Möchtest du einen Hund? Hallo? Ich habe schon einen. Gib mir die Fernbedienung. Nun, bitte. Ich will Flamingos anschauen. Die sind so komisch. Ich will ein Flamingo. Aber wo würden wir sie aufbewahren? Und was fressen sie? Moment. Sie hat nicht gesagt, dass sie einen echten Flamingo will. Das ist eine Lösung. Ich mache einen Anruf. Hallo, ich möchte etwas bestellen. Ja, und zwar sofort. Wow, das war schnell. Hey, Sunny, sieh mal. Oh, eine Box. Cool. Nein, da ist etwas in der Box. Du wirst ihn lieben. Oh, ich liebe Überraschungen. Daran hätte ich vorher denken sollen. Ein Spielzeug-Flamingo. Was soll ich damit machen? Ich zeige es dir. Der kleine Kerl hat großen Hunger. Also müssen wir ihn füttern. Er liebt Vogelfutter. Jetzt füttern wir ihn. Setz ihn auf die Toilette. Mama, er frisst das Futter. Es ist sehr gut, oder? Ja. Sieh dir das an. Oh nein, kackt er? Sollen wir ihm etwas Privatsphäre geben? Schon gut, es ist ihm egal. Erstaunlich! Er ist fast fertig. So eine Erleichterung. Schuh, weg, weg mit euch. Komm, ich sprühe dich mit Anti-Mückenspray ein. Nee, das ist eklig. Wo gehst du hin? Naja, ich hab's versucht. Nee, nee, fang mich doch. Hier kann ich in Ruhe meine Süßigkeiten essen. So ein interessantes Buch. Mh, so süß. Oh nein. Verschwinde, Flammi, lass mich in Ruhe. Hm? War das Liam? Ach, das war nur Einbildung. Rette mich. Nehmt das. Oh, jetzt sind sie wütend. Du musst mir helfen, Mami. Die Moskitos haben mich gestochen. Die sind stinksauer. Keine Sorge, Schatz. Ich helfe dir. Du brauchst nur ein paar Tropfen davon. Die gebe ich auf deine Schweißbänder. Das hält die Moskitos fern. So lassen sie dich in Ruhe. Jetzt gib mir einen Kuss. Ew, da würde ich ja lieber mit den Moskitos abhängen. Ich bin zurück und zeig euch, wo es lang geht. Haha, nehmt das. Oh, ich habe fest eingeschlafen und deshalb sehe ich so gut aus. Ja, davon brauche ich definitiv was. Ob ich mich heute rasieren soll? Oh, fühlt sich schon besser an. Hey, heute wird dein Tag. Hey. Komm schon, mach auf. Ah, du findest es wohl lustig. Mann. Dem Teil wachsen schon Tierchen. Das ist die einzige Zahnbürste, die ich habe. Lass mich mal was ausprobieren. Mein Mundwasser kann sie desinfizieren. Lass sie einfach ein bisschen einweichen. Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie die Kerlchen abfallen.
Okay, jetzt ist sie sicher. Sicher, dass sie sauber ist? Ja. Okay. Ich kann nichts sehen. Nichts, was drauf rumkriecht. Ja, worauf wartest du? Piu. Steven! Krebsi wird dich kriegen. Hi, Liebling. Hast du Spaß? Hier ist ein Snack für dich. Juhu, Gummibärchen. Danke. Dich esse ich als erstes. Lecker, meine Lieblingssorte. Wie süß. Also dann, viel Spaß beim Spielen. Achtung, König Krebsi kommt. König Krebsi ist doof. Jetzt ist Krebsi ein Weltraumpirat. Peng, peng, Laserkanone feuern. Oh nein, meine Gummibärchen. Och Mann, was mit ihm passiert? So klebrig. Igitt. Mama. Oh weh, was ist los? Was passiert? Meine Gummibärchen sind jetzt klebriger Schleim. Oh je, die sind in der Sonne geschmolzen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Ich brauche einen Teller, Wachspapier und eine Ausstechform. Der Stern hat eine gute Form. Jetzt kommen die Gummibärchen hinein. Als nächstes schmelze ich die Gummibärchen. So ist gut. Sie verlieren ihre Form und schmelzen zu einer Masse. Zu guter Letzt kommt noch ein Stiel hinzu. Ich mag nicht mehr spielen. Bin traurig. Ich will meine Gummibärchen. Hier, mein Liebling. Wow, ein Sternlutscher. Lecker. Schmeckt genauso wie meine Gummibärchen. Hier, Seepferdchen, probier mal. Meine Lieblingssorte. Wow, Mama, schau mal da drüben. Was ist da, Liebes? Hui, der Saft ist lecker. Oh, schon alle. Ich gehe mir einen neuen holen. Los, komm, Mama. Okay, aber schnell. Ah, es tut gut, sich mal hinzusetzen und auszuruhen. Der Saft ist alle. Ich hätte den gern mal probiert. Ach, macht nichts, Liebes. Ich denke, ich hab da was. Hier ist etwas Wasser. Wasser ist langweilig. Oh, okay. Ich weiß. Ich hab auch Erdbeersirup. Ich mach davon einfach etwas ins Wasser. Annie darf's nur nicht sehen. Das sollte reichen. Mama, was machst du da? Ich will Saft. Ich hab's versucht. Das Leben ist gemein. Warte. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Und dafür brauche ich diesen Saftkarton. Ich schneide ihn in der Mitte durch und stelle das Fläschchen rein. Annie wird das nie bemerken. Na, das passt schon. Annie, der ist für dich. Wirklich? Mh, der ist lecker. Danke, Mama. Keine Ursache, Liebes. Hey, Dad. Lass uns tanzen. Na los, das wird lustig. Lass uns rausfinden, wer besser tanzen kann. Ist das eine Herausforderung? Dann mal los. Ich wette, das kannst du nicht. Du bist dran. Dein alter Herr hat ein paar Moves drauf. Gib's zu, du bist beeindruckt. Puh, das ist anstrengender als gedacht. Wer findest du tanzt am besten? Ich! Stimmt für mich. Oder es gibt Hausarrest. So, Schatz, sehen wir uns mal dein neues Spielzimmer an. Ziemlich cool, oder? Wow, da ist eine Menge drin. Oh, hier sind so viele gefährliche Stellen drin. Nein, Schatz, du bleibst genau hier. Und jetzt nicht bewegen, Daddy muss das sicher machen. Wird Zeit, dieses Zimmer sicher zu machen. Ich muss all diese scharfen Ecken abdecken. Etwas Klebeband kann viel bewirken. Puh, okay, sieht so aus, als wäre jetzt alles sicher. Das war viel Arbeit. Okay, Schatz, magst du nun spielen? Hurra!
Nicht bewegen! Das war knapp. Ich muss nur noch etwas abkleben. Ich klebe hier einfach einen Streifen auf den Boden. Und nun kann ich den Teppich draufdrücken. So, das wird ihn an seinem Platz halten. Okay. Geh und hab Spaß. Yay, Spielzimmer! Puh. Manchmal ereilt einen der Ruf der Natur zu den unmöglichsten Zeiten. Ich gehe kurz aufs Klo, ja? Außer Betrieb? Oh, aber ich muss echt dringend. Was ist denn das alles hier? Plastiktüten? Oh, das könnte echt funktionieren. Ich schnapp mir besser auch ein bisschen Erde. Okay, los geht's. Wenn die Toilette nicht funktioniert, kannst du stattdessen eine Tüte mit Erde benutzen. Platziere sie so über die Schüssel, klappe den Sitz runter und ja, tu, was du tun musst. Oh, schon besser. Statt zu spülen, nimm die Tüte und wirf sie weg. Mein Job hier ist erledigt. So, wo waren wir? Bella, warte, bis du siehst, wie niedlich unsere Bedienung ist. Freitagabende sind die besten. Besonders, wenn es Burgernacht ist. Wow, Kevin, kaum nicht vergessen. Du hast den Burger richtig runtergeschlungen. Ist das dein Magen? Ich gebe es auf die Toilette. Oh, der Burger ging direkt durch mich durch. Wow, Kevin ist in der Spritzzone. Und niemand will dort sein. Um Klospritzer zu verhindern, versuche diesen Trick. Mit nur einem Blatt Toilettenpapier kannst du das Zurückspritzen stoppen. Ah, das ist viel besser. Oh, was für eine Erleichterung. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison, Madison. Hi. Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern. Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauche nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Ich bin so krank. Och, mein armes Baby. Fühlst du dich immer noch so schlecht? Hier, nimm etwas Medizin. Nur einen Löffel. Komm, stell dich nicht so an. Nein, ich will nicht. So bist du jedenfalls nicht gesund. Kinder sind so stur, wenn man ihnen Medizin geben will.
Oh nein! Ah! Wer hat die hier rumliegen lassen? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche Limo und ein Glas. Dose öffnen und die Limo in das Glas füllen. Sieht erfrischend aus. Als nächstes brauche ich einen Trichter. Jetzt fülle ich die Medizin in die Dose. Noch ein Strohhalm hinein und fertig. Hier, mein Schatz, du hast bestimmt einen ganz trockenen Hals. Yay, Limo, danke, Mama. Ich fühle mich schon besser. Freut mich zu hören. Bald bist du über den Berg. Ach, das wird eine längere Sitzung. Endlich Zeit für mich. Ich liebe diese Videos. Wow, echt coole Moves. Ich wollte schon immer Karatemeister werden. Meine Hände sind Geheimwaffen. Wow, das tat echt weh. Das war's dann wohl mit dem Karatemeister. So ein Pech aber auch. Hey Dad, was geht? Fang! Sorry, ich kann nicht. Oh, Dad, das sieht übel aus. Hey, ich hab's. Willst du auf meinem Gips malen? Das würde mich echt aufheitern. Natürlich, ich weiß auch schon, was ich malen will. Zuerst der Kreis. Dann Augenbrauen und Augen. Das wird dir gefallen, Dad. Die Zunge fehlt noch. Und jetzt wird's bunt. Die Augen werden blau. Gleich fertig. Und wie gefällt's dir? Das ist so cool. Echt gut gemacht. Ich bin halt talentiert. Oh ja, das bist du. Au, das tut sowas von weh. Spiel mit mir. Wow, nicht so grob. Hier, nimm das. Das macht keinen Spaß mehr. Hör auf damit. Hey, der Roboter will spielen. Oh, gib her. Viel Spaß. Wow, das ist so cool. Nun habe ich endlich Ruhe. Voll langweilig. Spiel mit mir. Womit habe ich das verdient? Ich hab's. Die Erdnussflips werden nützlich sein. Ich tunke sie kurz ins Wasser und dann stecke ich sie aneinander. Fast so wie Lego. Ich mag Lego. Die Schüssel nehme ich mit. Das sollte ihn eine Weile beschäftigt halten. Endlich etwas Zeit für mich. Was ist das denn? Reingelegt. Deine Haare mit dem Handtuch trocknen ist in der Theorie einfach. Aber wenn es darauf ankommt, sieht es nie ganz richtig aus. Und wenn man es einmal drauf hat, ist es ein Drahtseilakt, es dort zu behalten. So weit, so gut. Es ist einfach runtergefallen. Ich hab nicht... Wow, sieh dir diese Haare an. Oh, das gibt mir eine brillante Idee. Für diese Trocknungstechnik wickle deine Haare so in das Handtuch. Wie ein kleiner Haarburrito. Siehst du? Ist es mal hochgewickelt, drehe sie hoch wie Prinzessin Leas Haare. Und stecke die Enden rein. Ist das ein gesichertes Handtuch oder was? Hey Vicky, schau dir mal meinen neuen Trocknungstrick an. Ich weiß, was du getan hast. Deine Haare gefallen mir am besten. Liebes, schau mal, was ich hier für dich habe. Ganz neue Stifte, nur für dich. Yay, danke, Mami, ich liebe Stifte. Zwei grüne. Ich fange mit denen hier an. Ich kann ziemlich gut malen. Ich könnte einen Preis gewinnen. Ich probiere alle Farben aus. Sieht aus wie ein Regenbogen. Ich mag Regenbögen. Yay, blau. Und meinen Namen schreibe ich in rot. Warum liegen hier so viele Kappen rum? Die will ich nicht. La 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 la. Ich mache alle Kappen ab. Hey, warum malt der Stift nicht mehr? Mami! Mama! Mom! Hier, die Stifte sind kaputt. Mach sie wieder ganz. Was?
Aber die sind doch neu, die habe ich eben erst gekauft. Zeig mal her. Was ist mit den verflixten Stiften los? Okay, lass uns mal sehen, was mit denen los ist. Hier siehst du, die Stifte malen nicht mehr. Oh, ich verstehe. Du hast die Kappen nicht draufgesteckt. Ohne die Kappen trocknen die Stifte aus. Verstehst du, Ava? Wenn du einen Stift nicht brauchst, mach einfach die Kappe wieder drauf. Oh, okay, ich mach die Kappen wieder drauf. Hm, na gut, wo sind die anderen Kappen? Ava, wo hast du sie hingelegt? Hier ist eine und hier noch eine. Sie sind hier überall verstreut. Wie kann ein kleines Mädchen nur so ein Chaos anrichten? Glück für sie, dass sie so süß ist. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, sie zur Ordnung zu erziehen. Oh ja, das Tape. Das bringt mich auf eine gute Idee. Los geht's. Zuerst brauche ich ein Klebeband. Das sollte reichen. Und dann brauche ich die Stifte. Ich lege sie der Reihe nach aufs Tape. Genau so. Und dann lege ich das Klebeband darüber. Das wird super funktionieren, da bin ich mir sicher. Okay, Liebes, schau dir das mal an. Jetzt fliegen keine Stiftkappen mehr rum. Sie kleben alle zusammen. Okay, die sind für dich. Yay, schau mal, die Stifte malen wieder. Das ist eine lila Blume und jetzt kommt ein grünes Herz. Oh, du bist eine kleine Künstlerin. Es geht doch nichts über einen warmen Kakao. Jetzt noch die Milch. Hm, das riecht gut. Liebling, dein Kakao ist fertig. Danke, Mama. Genau, was ich brauche. Es gibt auch noch Kekse. Mmh. Ah, zu heiß, viel zu heiß. Das tut weh. Oh, das tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Warte kurz, ich weiß, was zu tun ist. Schnell, Mama, das tut so weh. Hier, die Eiswürfel werden beim Kühlen helfen. Wie ist das? Ah, schon besser. Ein Glück. Hm, der Eiswürfelbehälter könnte nützlich werden. Ich weiß auch schon wie. Gib etwas Kakao in eine Wasserkanne. So lange umrühren, bis das Pulver aufgelöst ist. Gieße die Kakaomischung in einen Eiswürfelbehälter. Und ab in den Gefrierschrank damit. Willst du etwas Kakao? Was? Nein, bloß nicht. Sei doch nicht albern. Pass auf, ich fülle warme Milch in ein Glas. Füge dann einen Kakaoeiswürfel hinzu. Er schmilzt schon. Fehlt nur noch das Umrühren. Hier, probier mal. Er wird nicht so heiß sein, versprochen. Na, wenn du das sagst. Oh, tatsächlich. Klasse, danke, Mama. Ich weiß, wir sollten essen gehen, Liebling. Das ist schon ewig her. Mami, mein Schnürsenkel. Den muss ich binden. Wie wäre es nächste Woche? Peng, peng. Klingt gut. Warte. Lass uns gehen, Kleines. Hä? Wo gehst du mit mir hin? Geschafft, ganz ohne Hilfe. Mami? Wo ist sie hin? Ich muss zum Friseur. Mom, mir ist öde. Wow. Süßigkeiten. Oh, die sind leer. Ich will etwas Spaß haben. Wow. Ich kann auch meine Zunge rausstrecken. Guck her. Der passt nicht dazu. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Wow, was da wohl drin ist? Wow, na sieh mal einer an. Das klebe ich mir an. Und noch eins hier. Das ist toll. Die sind wie Tattoos. Ich bin so cool. Wo ist der hin? Liam! Oh, ich komme, Mami. Na? Was hast du gemacht? Was hast du angestellt? So kannst du nicht vor die Tür. Die Pflaster müssen zuerst runter. Autschi, nein, das tut weh. Komm wieder her, wir haben keine Zeit dafür. Bleib mir fern. Ich bin zu alt dafür. Liam, komm hierher, sofort. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Setz dich und gib mir deinen Arm. Ich weiß schon, was ich tun werde. Und es wird nicht wehtun. Ich tunke ein Wattestäbchen in Vaseline. Da
Dann schmiere ich das Pflaster damit ein. Dann lässt es sich einfach abziehen. So, war gar nicht schlimm, oder? Hä? Wo ist es hin? Jetzt noch die restlichen. Nun kann man wieder dein hübsches Gesicht sehen. Okay, lass uns gehen. Der hat eins übersehen. Das ist unser Geheimnis. Schlafenszeit, Liebling. Hier ist dein Teddybär. Danke, Papi. Gute Nacht, Ava. Schlaf gut, bis morgen. Hey, hier ist es voll dunkel. Das gefällt mir nicht. Na toll, jetzt ist mein Chakra durcheinander gekommen. Ich komme, Liebes. Was ist hier los? Willst du kämpfen? Ich meine, alles in Ordnung? Es war so dunkel und so stürmisch. Schon gut, keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Ich bin ja da. Wie wäre es mit einer Geschichte? Mach die Augen zu. Es war einmal. Und sie schläft. Geh nicht. Ich bin ja da. Schön langsam. Papi, das ist besser. Oh, komm schon. Ich hab da eine Idee. Der Gummihandschuh wird nützlich sein. Ich gebe den Handschuh in das Glas. Stülpe den Handschuh über den Rand. In ein anderes Glas fülle ich Reis. Dann fülle ich den Reis in den Handschuh. Und dann nehme ich den Handschuh aus dem Glas und mache einen Knoten hinein. Das sollte funktionieren. Den platziere ich auf Avas Arm. Yes! Jetzt kann ich mich rausschleichen. Au! Mein Zeh! Nicht weinen! Nun ist es Zeit für meinen Entspannungstee. Mom! Mom, guck mal! Heute ist der Tag! Oh, jetzt ist mein Bademantel vollgekleckert. Na gut, komm, Schatz. Nun, dann achten wir mal darauf, dass du gut aussiehst. Okay, lass uns in den Kindergarten gehen. Mom, aber es regnet. Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, nicht weinen, Schatz. Schau mal, hier ist der Regenschirm. Oh, stimmt. Der wurde vom Blitz getroffen. Ich will aber jetzt in den Kindergarten. Geduld, einen Moment. Wo sind denn meine Taschentücher? Moment mal. Der Duschvorhang. Das ist die Lösung. Also, erst falte ich ihn so. Jetzt brauche ich meine gute alte Schere. Ich schneide die Spitze ab. Okay, jetzt habe ich diese Teile zum Weitermachen. Und so kann ich gefahrlos den Haarglätter benutzen. Genau so. Das sollte jetzt verschmolzen sein. Tada! Na, was sagst du? Gefällt dir mein neuer Regenmantel? Ja! Ich habe auch für dich einen gemacht. Jetzt können wir in den Kindergarten gehen und bleiben trocken. Weißt du, unter welchem Becher das Ü-Ei steckt? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Leute, kommt mit rein. Na los, schnell. Also, das ist mein Dad. Ich knipse mal ein Foto von ihm. Wie bitte? Ich will hier in Ruhe lesen. Liebling, bitte. Kein gutes Foto. Ich brauche einen Filter. Und dafür brauche ich einen Locher. Mit dem Locher mache ich Löcher in das Papier. Das wird ein toller Filter. Genau, was ich brauche. Zweiter Versuch. Hier, halt das mal. Leuchte mit der Taschenlampe darauf. Juhu, Dad! Das ist schon viel besser. Hey, du, komm mal her. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Versuch's mal damit. Klebe buntes Papier über das Fotolicht deines Handys. Kleb das Papier fest, bist du bereit für ein Selfie. Wow! Bitte lächeln! Das ist so cool! Seine Version gefällt mir noch viel besser. Oh. Also, das ist mein Zuhause. Wow, das ist riesig. Ich weiß, setz dich.
Wow, du hast so viel Spielzeug. Und eine Menge Geld. Was hast du da? Das ist nicht so beeindruckend. Ist das alles? Ja, das ist mein Äffchen. Das sind ja viele Taschen. Du hast so ein Glück. Die sehen toll aus. Wow. Ja, ich brauche jeden Tag eine neue Tasche. Ich schaue sie mir mal genauer an. Ich habe noch nie so viele Handtaschen gesehen. Die sind so hübsch. Oh, schau dir die an. Was machst du da? Entschuldigung. Gib die mir. Die war wirklich teuer. Jetzt sind da ihre schmierigen Fingerabdrücke drauf. Ich habe nur diese Plastiktüte. Ich hatte noch nie schöne Sachen. Oh, was ist denn in dieser Kiste drin? Wo willst du denn jetzt hin? Schau dir mal all die coolen Sachen an. Das ist doch nur Müll. Ich könnte diese Kiste gebrauchen. Gib mir eine Minute. Schau dir mal meinen neuen Rucksack an. Oh, der gefällt mir. Wo hast du den denn her? Ich will auch so einen. Hier, nimm ihn. Oh ja, das ist so cool. Das ist mein neuer Liebling. Vielen Dank. Vielleicht können wir ja tauschen. Ich hätte wissen müssen, dass da ein Haken ist. Aber schätze, das ist nur fair. Aber ich bin nicht glücklich damit. Hier, du kannst die haben. Echt jetzt? Sie gehört dir. Egal, ich habe ja jetzt die. Die passt nicht ins Regal. Ich habe meine Meinung geändert. Annie? Sie war doch eben noch hier. Ich liebe eine gute Einkaufstour, meine Kreditkarte aber nicht. Es gab einfach so viele Angebote, das war es total wert. Oh, hallo Süße. Sind es meine Geburtstagsgeschenke? Deine was? Oh nein. Ich hab's nicht vergessen, ehrlich. Es muss was geben, das ich ihr geben kann. Wie konnte ich das vergessen? Meine Schuhe kann ich ihr nicht geben. Oh wow, was ist das? Nein, nein, das ist für Mami. Du hast es vergessen? Nein, ich... Warte mal. Ich habe eine Idee. Jetzt an die Arbeit. Ich brauche nur meine Kreativität. Ich nehme den Deckel von der Box und zeichne Augen auf die Innenseite. Einfach so. Jetzt fülle ich sie aus. Das sieht gut aus. Nun zeichne ich die Nase und den Mund und schneide ein Loch in den Mund. Sunny wird das lieben. Das ist nicht fair. Schau, was ich habe. Ein alter Schuhkarton. Ist das ein Scherz? Pass auf. Ich schütte die Bonbons auf den Deckel. Versuch, sie ins Loch zu bringen. Oh, es ist ein Spiel. Oh, ich schaffe es, Mama. Das macht echt Spaß. Ich habe sie alle im Loch. Und ich habe diese tollen Schuhe. Und diesen Schal auch. Au, das tut so weh. Mama, ich brauche Hilfe. Was ist los? Oh je, alles okay? Mein armes Baby, was ist passiert? Oh, nicht anfassen. Keine Sorge, das haben wir gleich. Moment mal, da fällt mir etwas ein. Gib mir mal dein Handy. Poppet, wie beruhigend. Mama, mir tut immer noch alles weh. Was? Oh, tut mir leid. Bin gleich wieder da. Interessiert sie das überhaupt? Mama, kommst du? Wie geht es, meine Mädchen? Sieh mal, was ich hier für dich hab. Hier, Schoner für deine Ellenbogen, Knie und einen Helm für deinen Kopf. Wow, danke, Mama. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Du siehst toll aus und geschützt. Kann ich jetzt wieder rausgehen? Aber natürlich, geh nur. Meine Mama ist die Beste. Hui! Schon wieder erkältet. Mein armes Baby, du glühst ja richtig.
Das ist gar nicht gut. Du musst dich schnell erholen. Das ist ein Fall für Krankenschwester Mami. Was ist das denn? War nur Spaß. Ich brauche das hier. War auch nur ein Spaß. Das hier brauchen wir. Das will ich aber nicht. Das schmeckt eklig. Du brauchst aber Medizin. Mach den Mund auf. Nein! Mom, ich will das nicht. Guck mal, Mom. Ich will auch Limo. Ich glaube, ich weiß, wie er die Medizin nehmen wird. Du brauchst eine leere Cola-Dose. Dann machst du ein Loch hinein. Stecke den Hustensaft in die Cola-Dose und dann schließt du die Dose wieder. Stecke einen Strohhalm in die Hustensaftflasche. Hier, ich habe Limo für dich. Schön austrinken. Danke, Mom. Braver Junge. Schmeckt irgendwie anders. Aber mir schmeckt's trotzdem. Manchmal ruft die Natur zu den unmöglichsten Zeiten. Ja, zum Beispiel, wenn du Hausaufgaben machst. Das kann warten. Nee, das kann's nicht. Das war doch ziemlich knapp. Und fertig. Davon werde ich definitiv was brauchen. Zieh nicht so doll, Kevin. Wo ist das Ding denn hin? Ich hasse es, wenn das passiert. Was soll ich denn jetzt machen? Hey, dieser Stift könnte das Problem lösen. Denk einfach nach, Kevin. Denk nach. Fürs Erste kann er die Rolle halten. Ja, das passt. Ja, er rollt ab. Der macht, was er soll, damit du... Naja, du weißt schon. Liebe Eis. Ups, da ging was daneben. Voll lecker. Na, schon alles weg? Das ist nicht fair. Ich will noch mehr Eiscreme. Ich muss los. Was ist los? Wie siehst du denn aus? Ich will noch mehr Eiscreme haben. Ach, wenn es sonst nichts ist. Das haben wir gleich, Liebling. Irgendwas muss doch hier drin sein. Das ist die Lösung. Hoffentlich klappt das. Willst du vielleicht eine Banane haben? Aber das ist keine Eiscreme. Ah! Wie wär's mit Keksen? Eiscreme! Oder hast du Lust auf Senf? Bist du durstig? Ich will Eiscreme! Einen Versuch war's wert. Hört das denn nie auf? Hey, daraus kann man Eiscreme machen. Ich fülle den Joghurt in ein Glas. Dann stecke ich einen Eisstiel hinein. Den Eisstiel klebe ich fest, damit er nicht verrutscht. Anschließend kommt das Glas in den Gefrierschrank. Sobald der Joghurt gefroren ist, kann man ihn essen. Schau mal, was ich für dich habe. Hoffentlich gefällt es dir. Aber zuerst schützen wir deine Finger. So bleiben deine Finger sauber. Wow, danke, Mami. Voll gut. Oh, dieser neue Wecker ist der Hammer. Nie mehr verschlafen. Oh, was ist mit dieser Uhr? Ah, die werde ich nicht mehr brauchen. Du wurdest ersetzt. Ich ziehe den Nagel lieber raus. Au, oh, der steckt wirklich fest drin. Ich muss hier irgendwo eine Art Werkzeug haben. Genau das suche ich. Diese Kralle ist zum Nagel rausheben da, richtig? Mal sehen. Oh, das hat meine Wand markiert. Oh, ich hätte den Nagel stecken lassen sollen. Willst du einen Nagel aus der Wand holen, dann solltest du einen Schritt weiter denken. Kann ich hier irgendetwas verwenden? Vielleicht ist dieser Schwamm ein guter Puffer. Lass es uns nochmal versuchen.
Wenn du keine Spuren an der Wand hinterlassen willst, leg einen Schwamm unter den Nagel. So berührt das Metall nicht die Wand. Oh, hübsches Poster, Lilly. Krise abgewendet. Ah. Lanas langen Haaren Locken zu verpassen, braucht viel Zeit und viele Wickler. Hab dich. Okay, die Hälfte ist fast geschafft. Meine Haare werden morgen so süß aussehen. Und eindrehen. So geht's. Hey, wo sind die anderen? Ich muss doch meinen halben Kopf einwickeln. Ich kann die doch nicht glatt lassen. Vielleicht ist hier drinnen ja was. Nee, damit wird's nicht funktionieren. Und was ist hier drin? Ein Haufen Klopapier. Ach, eigentlich könnte das funktionieren. Du kannst das Zeug doch einrollen und biegen, oder? Reiß ein paar Blätter ab. Dann roll sie auf. Deine Haare solltest du vorher anfeuchten. Dann rolle deine Strähne auf das Papier. Genauso, wie du es mit einem Lockenwickler machst. Pass nur auf, dass du das Papier nicht zerreißt. Wenn du oben angekommen bist, dreh es um und binde es zusammen. Hey Lana, das machst du super. Okay, das war die letzte. Oh, ich hoffe sehr, dass dieser Trick funktioniert. Ja, wir werden es morgen früh sehen. Aber bis jetzt sieht es ziemlich vielversprechend aus. Wir sehen uns morgen früh, Locken. Oh, ist es schon morgen? Zeit herauszufinden, ob es funktioniert hat. Die Spannung steigt. Die sind noch eingewickelt, das ist gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Sieh mal. Oh, die Locke ist absolut perfekt. Mit schöner Sprungkraft. Und so leicht. Oh, ich habe lange wunderschöne Locken. Und das mit Hilfe von Klopapier. Rum, rum. Tütüt, schau mal, Mama. Was nicht jetzt? Meine Sendung läuft gerade. Rum. Was habe ich gerade gesagt? Spiel woanders, Liebling. Brumm, brumm, tütüt. Das macht Spaß. Mami sieht so lustig aus. Aufgepasst, ein Autorennen auf deinem Kopf. Okay, das reicht. Komm hierher. Tut mir leid, Mami, ich höre auf. Zu spät. Ich befestige etwas Klebeband auf dem Teppich. Dann klebe ich weitere Streifen hinzu. So, fertig. Ist die Luft rein? Nein, ich bin noch nicht fertig. Mit diesem Stift mache ich noch Streifen drauf. Das hätte mir schon früher einfallen sollen. Fertig! Liebling, komm her, ich habe eine Überraschung für dich. Ich liebe Überraschungen. Was sagst du dazu? Wow, eine Straße. Darauf können meine Autos fahren. Danke, Mama. Kannst kaum erwarten, darauf zu fahren. Brumm, brumm, brumm. Ist sie nicht süß? Jetzt kann ich in Ruhe meine Sendung schauen. Ich habe keinen Platz mehr für mein Bild. Was? Ich habe schon alle Blätter voll gemalt? Ach, Manu, ich kann nicht mehr malen. Mama, was passiert, mein Schatz? Ich habe keine Blätter mehr. Keine Panik. Schau her. Ich fahre mit dem Bügeleisen drüber und die Tinte verschwindet. Wow, Zauberei. Jetzt kann ich weitermalen. Danke, Mami. Keine Ursache, Süße. Na los, male etwas Schönes. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Ach, mit dem bin ich auch fertig. Bum, bum. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch, Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches?
Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow! Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht's. Boom! Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep, aus dem Weg. Piep, piep. Wow. Hi. Guckt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä? Was ist das? Ist das ein Spielzeugauto? Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey Annie, ich habe etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles. Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bum. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Hä? Ups. Schon gut, Liebes. Ich habe nur etwas Rückenschmerzen. Es gibt doch nichts über einen freien Tag, an dem man sein Auto wäscht. Huh, heute ist es echt heiß. Oh, hallo. Ich ziehe besser meine Wampe ein. Das hättest du sehen sollen. Oh, sieh mal. Niemand kann meinen Haaren widerstehen. Hey, Ladies. Soll das witzig sein oder so? Ein Klassiker. Sie lachen mit mir. Oder lachen sie mich aus? Oh, nein. Ah, das ist typisch. Naja, zurück zur Arbeit. Es soll blitzeblank werden. Tadellos. Gute Arbeit. Damit bin ich zufrieden. Ich bin bereit für die Schule, Papi. Spring rein, Kleines. Ja, und los, Papi. Zuerst schalten wir Musik ein. Ich liebe dieses Lied. La, 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 la. Nein, was machst du? Ups, sorry. Ich habe gerade das Auto geputzt. Deshalb kann ich trotzdem tanzen. Wuhu! Hast du mir nicht zugehört? Schon gut. Durchatmen. Erinnere dich an deine Yogastunden. Hey, ich habe eine Idee. Das T-Shirt löst all meine Probleme. Das ziehe ich über die Kopfstütze. Und bis zum Sitzende runter. Jetzt kannst du tanzen, Kleines. Danke, Papi. La, 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 la. Auf geht's. Ui, pass auf. Brumm. Hi, Daddy. Hallo, mein Liebling. Lust auf Süßigkeiten? Wow, danke schön. Hm, dazu trinke ich ein bisschen Saft. Braves Mädchen. Was zum... Alles okay. Upsi. Sorry, Liebling. Das war mein Lieblingsauto. Ich weiß. Das werde ich im Handumdrehen reparieren. Dazu brauche ich einen Karton. Entferne den Deckel des Saft-Tetra-Packs. Befestige einen Holzspieß am Deckel. Stülpe einen Strohhalm über den Spieß. Befestige dann am anderen Ende des Spießes einen weiteren Deckel. Und nun brauchst du den Saftkarton und fügst Heißkleber hinzu. Die Linie auf dem Karton soll schön dünn sein. Anschließend kannst du die Räder ankleben. Und dasselbe machst du auf der unteren Seite des Kartons. Nimm einen Ballon und stecke einen Strohhalm hinein. Befestige den Ballon mit einem Gummi. Den Strohhalm befestigst du auch am Karton. Schau mal, was ich hier habe. Was ist das? Hast du Lust auf eine Spritztour? Ich zeig's dir. Hier, das ist für dich. Wow! Wenn wir den Ballon aufpusten, wird das Auto losfahren.
Bereit? Und guck, wie sie losflitzen. Gewonnen! Danke, Daddy! Ich muss den Nagel mit der Feile ein wenig bearbeiten. Woohoo! Ich bin ein Wirbelsturm. Ich drehe mich nur im Kreis. Ich blase dich weg. Ich bin die Schnellste auf der ganzen Welt. Lizzie, stopp. Hör auf, hier rumzurennen. Beruhige dich und setz dich an den Tisch. Schau mal, hier sind deine Stifte. Warum malst du nicht lieber ein Bild? Endlich etwas Ruhe. Jetzt kann ich mich wieder konzentrieren. Moment mal, was ist das da in ihrem Gesicht? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Fiasko. Schätze, ich muss ihr die wieder wegnehmen. Lizzie, was machst du denn da? Lecker, aber ich brauche Gelb für mein Bild. Wie schafft sie es nur immer, so ein Chaos anzurichten? Sie treibt mich heute noch in den Wahnsinn. Was kann ich tun? Oh, die Skittles. Ich habe eine geniale Idee. Mit dieser Eiswürfelschale und den Süßigkeiten kann ich etwas anfangen. Okay, zuerst lege ich die Bonbons in die Schale. Passende Farben natürlich. Jetzt kommt etwas Wasser drauf. Der letzte. Oh, die Bonbons geben schon die Farbe ab. Sie färben das Wasser ein. Jetzt hole ich die Bonbons raus und friere das Wasser ein. Lizzie, Liebes, ich habe hier besondere Farben für dich. Die sind aber schön und die schmecken auch gut. Jetzt kann ich mein Bild zu Ende malen. Oh mein Gott, so ein schönes Bild. Mein Herz hüpft vor Freude. Vielen Dank, Lizzie, du bist eine tolle Künstlerin. Ich liebe den Strand und das Meer. Ach, sie baut eine Sandburg, wie süß. Mein Liebling. Und hier kommen die letzten Bauteile. Juhu, die Sandburg ist fertig. Oh, wo ist mein Lutscher? Oh nein, der ist ja voller Sand. Naja. Halt, stopp! Das kannst du nicht essen. Es muss doch einen Weg geben, ihren Lutscher vor Sand zu schützen. Ich hab's. Ich brauche ein Überraschungsei und einen Lutscher. Ich packe das Ü-Ei aus und brauche anschließend ein Messer. Dann schneide ich ein kleines Loch hinein. Fertig, jetzt öffne ich das Ü-Ei und kann den Lutscher darin sicher aufbewahren. Passt wie angegossen. Hier, so kann nichts mehr passieren. Juhu, das brauche ich für meine Sandburg. Hey, da ist ein Lutscher drin. Puh, zum Glück war der Schutz dran. Ein wirklich gelungener Strandtag. So hübsch, Püppi. Süßigkeiten für dich, Kleines. Du musst nicht zufällig aufs Klo, bevor wir gehen. Nein. Lass uns gehen. Okay, okay. Und los. Hui! Das ist so lustig. Juhu! Oh, draußen ist es so schön. Lauf nicht weit weg, Liebling. Oh, wie schön. Das will ich haben. Erwischt. Das riecht gut. Oh, ich muss mal Pipi. Papi, Papi, es gibt einen Notfall. Wusste ich's doch. Okay, komm mit. Schnell. Gibt es hier denn keinen Busch oder so? Aha, perfekt. So kannst du die Natur genießen, während du dich erleichterst. Nein, vergiss es. Okay, mal nachdenken. Ich hab's, mir nach. Wo ist es denn? Papi! Die ist für dich. Du machst Witze, oder? Nein! Denk nach, es wird ernst. Das könnte nützlich sein. Ich hab's. Warte kurz. Ich stelle den Eimer in den Kofferraum. Und der Deckel hier ist wie ein Klositz. Dein Thron wartet auf dich. Das war knapp. Ich hänge eine Decke auf, dann hast du mehr Privatsphäre. Ein ganz normaler Tag als Dad. Oh oh, hey! Beeil dich da drin! Lilla, lilla! Ava! Das ist so demütigend. Ups! Ist schon morgen? Aufwachen, Fräulein. Tut mir leid wegen der Blume. Egal, was möchtest du gerne anziehen? Ich weiß nicht. Nichts davon. Wunderbar, Fräulein. Die sind hübsch. Nein. Das glitzert so schön. Nein, das mag ich nicht. Vielleicht lieber schlicht? Nein. Ich brauche einen neuen Job. Ich komme, kleines Fräulein. Wow. Das wird später noch wehtun.
Das sind all deine Kleider in diesem Haus. Nein! Ernsthaft? Warte mal. Vielleicht können wir die VR-Brille nutzen. Darauf hätte ich auch früher kommen können. Ich will aber nicht spielen. Setz sie einfach auf. Wer hat das Licht ausgemacht? Warte kurz. Oh, das ist schick. Na, endlich. Gefällt mir nicht. Natürlich nicht. Oh, das sieht süß aus. Wie sehe ich aus? Wunderschön. Danke, du kannst jetzt gehen. Ich will schlafen. Was? Soll das ein Scherz sein? Ein weiterer Arbeitstag an der Kasse. Er macht gute Arbeit. Oh, Moment. Kleines, ich habe was vergessen. Warte hier, bis ich wieder da bin. Moment, wo ist der denn? Ich bin ganz alleine. Was ist los? Warum schaust du so komisch? Oh nein, ich muss bezahlen. Wo ist Daddy? Dad? Dad? Er ist irgendwo zu sehen. Hat er mich etwa zurückgelassen? Na, bist du bereit, deinen Einkauf auch zu bezahlen? Oh nein, ich habe kein Geld bei mir. Das ist ein sehr großer Einkauf. Nein, nein, nein. Das wird richtig teuer. Ich komme ins Gefängnis, wenn ich nicht bezahle. Okay, bin wieder da. Hier ist die Limo, die nehme ich auch noch. Ich bin die absolut Beste im Sandburgen bauen. Dad, ich bin hungrig. Kann ich einen Snack haben? Oh, natürlich. Hier, nimm ein paar von denen. Yay, danke, Daddy. Jetzt ist der Sand überall. Runter von der Decke mit dir. Oh, da ist jede Menge Sand. Wo kommt der denn nur her? Okay, das reicht wieder. Zurück zu meinem Podcast. Lizzie, hör auf! Oh Mann, was hat sie denn jetzt schon wieder? Moment, ist das dein Ernst? Der Sand ist sogar in meinem Glas? Oh, so geht das nicht. Der Sand ist schon wieder überall. Ich liebe den Strand, wenn nur der Sand nicht wäre. Der Sand kommt echt überall hin, egal wo man hintritt. Okay, der Sand ist von der Decke runter und nun stelle ich die Taschen in den Ecken auf. Nun fehlt eigentlich nur noch die Wasserwanne. Soweit, so gut. Oh, nicht so schnell, Lizzie. Zieh deine Schuhe aus, bevor du auf die Decke gehst. Dann wäschst du dir die Füße in der Wasserwanne. Sehr gut. Und nun bin ich an der Reihe. Schön sauber. Und nun kann ich auf die Decke treten. Ist das nicht viel besser? Und nun ist die Decke sandfrei. Ich muss sagen, das war einer meiner Geniestreiche. Du kannst mich nicht zwingen. Na los, mein Schatz, wasch deine Hände. Ich will aber nicht. Ich hau ab. Komm wieder her. Schnell, flieg los, Entchen. Mann, über Bord. Autsch, mein Fuß. Hier ist alles voll mit Lego. Er lässt aber auch alles herumliegen. Hey, da fällt mir ein. Nimm eine Schüssel und füll sie mit Seifenjelly. Schmelze die Seife und nun kommt Lebensmittelfarbe hinein. Jetzt vermischst du das Ganze. Gut durchmischen. Nach dem Mischen füllst du die Seife in einen großen Legostein. Aber nichts verschütten. Fülle den Legostein bis oben hin. Dasselbe machst du noch einmal. Nun muss es trocknen. Dreh den Stein um und hole die Seife heraus. Seife aus einem Legostein. Na, was sagst du dazu? Lego-Seife? Na, gib mal her. So ist's brav. Hier, spiel damit. Wow, so viele verschiedene Farben. Willst du auch mal gelb ausprobieren? Das ist lustig. Mama, Mama, schau mal, Mama, hey. Mom, Mama, Mama, jetzt guck mal, Mama. Siehst du nicht, dass ich telefoniere? Du sagst es, wer hätte das gedacht? Niemand auf der Welt springt höher als ich. Mama, ich mach dich nass. Hey, Schluss jetzt. Ich telefoniere noch. Wo war ich gerade? Ach ja, stimmt, das Rezept. Hui! Halt dich gut fest, Schnuffel. Nein, Schnuffel, mein bester Freund. Wow, die Milch ist überall. Bist du jetzt zufrieden? Und wer darf das aufwischen? Ich. Das Tablett ist voller Milch. Das bringt mich auf eine Idee.
Ich nehme Lebensmittelfarbe und gebe sie zu der Milch. Die Milch färbt sich schön. In die Mitte kommt rote Lebensmittelfarbe, dann gelb und grün. Und noch einen Schuss Spülmittel hinzu. Toll, wie sich die Farben vermischen. Man kann auch mehr Watte mit Spülmittel hineinlegen. So wird das Muster noch viel interessanter. Wow, wie cool. Die Farben sind einfach mega. Jetzt hast du eine Beschäftigung, während ich telefoniere. Ja, ich bin's. Sie hat jetzt eine Beschäftigung. Wo sind wir stehen geblieben? Schön leise. Mama darf mich nicht hören. Geschafft. Und, wie sehe ich aus? Diese Frisur ist toll. Die Mütze sollte ich besser verstecken, bevor Mama sie findet. Die würden mir nur die Frisur ruinieren. Das war's. Und los. Nicht so schnell. Hier geblieben. So kann ich dich nicht vor die Tür lassen. Draußen ist es kalt. Du brauchst eine Mütze. Mama, alle Mützen sind weg. Dann gehe ich wohl ohne. Ich könnte schwören, dass vorhin noch welche da waren. Was soll's? Dann improvisiere ich eben. Alles, was ich brauche, ist eine Schere. Jetzt schneide ich den Ärmel ab. Falte ihn zusammen und mache einen Knoten. Das trainiert auch den Bizeps. Schon ist die Mütze fertig. Nicht bewegen, hier kommt deine Mütze. Oh, wie süß du aussiehst. Ich sehe aus wie ein Zwerg. Keine Ursache, jetzt aber raus mit dir. Viel Spaß. Oh Mann, wie peinlich. Ich finde den Hahn blöd. Uff, ich bin noch so müde. Aber ich muss wohl aufstehen. Was stinkt denn hier so? Ist ja ekelhaft. Oh, das bin ich. Was ziehe ich heute an? Das ist alles? Mehr habe ich nicht? Ein T-Shirt? Und das hat auch noch ein Loch. Aber irgendwas muss ich doch anziehen. Schätze, das muss reichen. Das ist so unfair. Ich hätte so gern neue Klamotten. Was ist das? Hey, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht hilft mir das, ein neues Outfit zu finden. Das wird toll. Das ist süß. Etwas lässigeres. Was jetzt? Ich mag rot. Nur schade, dass ich keine dieser Klamotten habe. Nur dieses alte rote T-Shirt. Aber das macht trotzdem Spaß. Wow. Eieiei, endlich Essen. Essen ist das Beste. So ist brav. Hier sind deine Bananen. Und deine Haferflocken. Und dein Saft. Guten Appetit und schön alles aufessen. Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit. Ja, ich liebe Frühstücken. Was soll das denn? Sie macht ja eine Riesensauerei. La la la, das ist ein Lachgesicht. Komm, grinse mich. Soll das ein Witz sein? Schön. Diese Sauerei räume ich erstmal weg. Okay, Liebling, das Plätzchen behältst du schön an. Alles ist wieder sauber und dieses Mal isst du dein Frühstück, okay? Na, dann will ich mal weiterlesen. Der Artikel ist sehr interessant. What the heck, Lizzie? Wieso machst du sowas? Oh, ich habe gar nichts gemacht, Daddy. Jetzt muss ich mich wegen dir sauber machen. Ich habe noch nicht genug Kaffee getrunken, um hier mitzuspielen. Ach, schon besser. Oh nein, da ist ein riesen Kaffeefleck auf dem Tisch. Einen Augenblick, das bringt mich auf eine Idee. Ich habe ein Stück Papier und stelle die Tasse umgedreht darauf. Die Tasse fahre ich mit dem Stift nach. Perfekt, ich habe drei Kreise gemalt. Nun muss ich den Löffel nachfahren. Soweit, so gut. Genau so sollte es aussehen. Das wird eine große Hilfe sein. Okay, Liebling, hier ist dein Tischuntersetzer für dich. Siehst du, für jede Sache gibt es einen bestimmten Platz. Wow, danke, Daddy. Gut, den Löffel lege ich wieder auf seinen Platz. Geschafft, ich bin die Beste. Und das Saftglas kommt auch wieder zurück. Genial, es scheint wirklich zu funktionieren. Sie macht keine Sauerei. Phew, so gefällt mir der Morgen schon besser. Brumm, brumm, quietsch. Mal sehen, habe ich genug Spielzeug für ihn eingepackt? Oh, ich darf seinen Hut nicht vergessen und meine Bücher. Und Feuchttücher, falls er sich beschmiert. Uff, der ist schon voll. Komm schon rein mit dir, du passt da noch rein. Na toll, und jetzt? Womit spielt er denn da?
Hey, Mami, das ist meins! Okay, ich hole das Spielzeug aus dem Ei. Jetzt ist es leer und ich kann ein paar Weichtücher reinstopfen. Es ist ein kleiner Behälter, aber perfekt für ein paar Feuchttücher. Perfekt, die sollten reichen. Jetzt brauchen sie viel weniger Platz. Hey Mama, schau mal, was ich kann. Ich habe ein Chips-Gesicht. Ja, wirklich besonders. Gut gemacht. Warte kurz, ich hole nur schnell die Feuchttücher raus. Das ist die cleverste Idee, die ich seit langem hatte. Da bin ich schon. Mami macht nur dein Gesicht ein bisschen sauber. So, schön sauber. Genau wie ich es mag. Ah, so ein schöner Nachmittag. Oh, hey. Liebling, schau mal. Mami, wegen dir habe ich mich bekleckert. Oh je, aber keine Sorge. Ich mach das sauber. Siehst du, ich habe genug Feuchttücher dafür. Alles wird abgetupft und dein Shirt ist wieder sauber. Und warum nimmst du nicht lieber diesen Apfel statt der Limonade? Brumm, tut, tut, aufpassen, ich komm angebraust. Rar, der Dino-Truck hat dich erwischt. Rar. Liebling, was machst du da? Liebling, mein Schatz, Mami hat dich etwas gefragt. Oh je, deine Hände sind so schmutzig. Okay, gut, dass ich die Feuchttücher dabei habe. Komm her, ich mache deine Hände sauber, aber ich muss ein bisschen schrubben. Fertig, jetzt sind deine Fingerchen wieder sauber. Yeah, danke, Mama, du bist die Beste. Mama, kann ich etwas Süßes essen? Juhu, ich liebe Schokolade. Yum, yum, yum. Ich könnte Trauben essen, aber direkt daneben ist Schokolade. Nur ein kleines Stück. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nur noch einer. Der Bericht ist fast fertig. Hä? Die Schüssel ist leer. Oh nein, ist das zu fassen? Ich habe die ganze Schokolade aufgegessen. Nein. Oh je, das kann ich nicht zulassen. Er wird sehr traurig sein. Mama, bin wieder zu Hause. Ich muss mir schnell etwas einfallen lassen. Vielleicht kann ich ihn mit den Trauben austricksen? Was wäre, wenn ich sie einfach daran einwickle? Einfach mal ausprobieren. Ich wickle sie daran ein. Fehlt nur noch der letzte. Hi, Liebling. Hab dich vermisst. Mama, es ist Zeit für einen Snack, oder? Okay, danke. Und tschüss. Wird er etwas merken? Schmeckt irgendwie anders. So, jetzt bin ich mit meinem Dinosaurier. Oh, das war knapp. Diese volle Mähne muss heute nicht gewaschen werden. Hey, wie ist das denn passiert? Meine Haare werden darin super nass werden. Sieht aus, als müsste ich sie doch waschen. Aber die sehen so gut aus. Ich muss irgendwo eine Ersatzhaube rumliegen haben. Das funktioniert? Plastik ist wasserdicht, oder? Vielleicht, wenn ich nur meine Haare damit bedecke. Hey, ein bisschen Knotenmagie und puff. So macht man sich eine Duschhaube. Testen wir das Ding mal. Okay, soweit, so gut. Sehr schön. Ja, oh, meine Haare sehen immer noch trocken und fabelhaft aus. Wer ist dieser Typ denn? Oh nee. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Oh, das ist ein dickes Problem. Hey, Kitty, Kitty. Woran denkst du? Was kann ich sonst noch benutzen? Ach, aber diese Handtücher sind so schön. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Nee, das bringe ich nicht übers Herz. Oder doch? Sieh dir das an. Schneide ein Handtuch in Streifen. Trage Heißkleber entlang der Kante auf. Dann machst du eine Linie in der Mitte. Und noch eine an der gegenüberliegenden Kante. Lege die Streifen flach übereinander. Sobald alles trocken ist, ziehe eine Schnur zwischen die Streifen durch. Dann machst du einen Knoten an einem Ende. Jetzt häng das Ganze auf. In diesem Haus bekommt jeder Toilettenpapier. Da ist sogar Platz für eine Rolle im Gebrauch. Das ist die cleverste Idee ever. Och,
Oh Mann, ich bin immer noch müde. Oh, Zähneputzen wird mich wach machen. Na, dann kann ich auch gleich aufs Klo gehen. Das spart ein bisschen Zeit. Oder ich gehe einfach wieder ins Bett. Wow, was zur Hölle? Boah, die Klobrille ist oben. Mann, ich wäre da fast reingefallen. Du, komm sofort hier rein. Ich bin da, was denn passiert? Du hast die Brille oben gelassen. Oh, ist das dein Ernst? Mach sie einfach runter, bevor du dich setzt. Das ist doch nicht so schwer. Ich will die aber nicht anfassen. Oh, das ist so eklig. Okay, ich verstehe, dass du die nicht anfassen willst. Hey, deine Zahnbürste bringt mich auf eine Idee. Ach ja, tut sie das? Na dann, hier hast du sie. Okay, dann nehme ich die Zahnbürste und schnapp mir noch Kleber. Ich gebe einen kleinen Klecks direkt unter das Borstenteil. Okay, jetzt zur Klobrille. Das ist ein Griff für die Brille. Wow, das ist eine ziemlich clevere Idee. Ah, viel besser. Hey, ich bin bereit für die Arbeit. Also, wir haben ein kleines Problem, an dem wir arbeiten müssen. Ja, ich verstehe, aber ich denke, wir können das heute noch lösen. Moment mal, was ist hier los? Mein Computer spinnt. Hey, könnt ihr mich noch hören? Seht ihr mich? Oh, warum tust du mir das heute an, du blöder Computer? Vielleicht, wenn ich ihn hier hinhalte. Hilft das? Das ist ein sehr wichtiges Meeting und ich verpasse es. Mama ist beschäftigt, meine Chance, meine Snacks an ihr vorbeizuschmuggeln. Hä? Was war das? Oh, hi Mama. Ich mache nur, naja, nichts Besonderes. Nein, ich will nicht, dass sie mir meine Snacks wegnimmt. Nichts Besonderes. Lass mich mal sehen. Die Antennen da drüben und die Dose in meiner Hand. Natürlich, die wird mein Computerproblem lösen. Okay, ich brauche diese Dose, aber sie muss leer sein. Mit der Schere schneide ich dann die Dose auf. Jetzt aufklappen. Perfekt, das klappt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, jetzt muss die nur noch an die WLAN-Antenne. Hallo, könnt ihr mich jetzt sehen und hören? Oh mein Gott, was hast du denn an deinen Schlafanzug? Oh nein, ich habe vergessen, dass ich keine Anzughose anhabe. Entschuldigung deswegen. Das ist Mama, sie ist so lustig. Guten Morgen. Guten Morgen, Liebling. Oh, ich bin doch müde. Oh, Schokolade, lecker. Nein, auf keinen Fall. Erst wird gefrühstückt. Gib das her. Aber ich wollte doch... Das ist mein Ernst. Lass los. Ich habe dir ein gesundes Frühstück mit Früchten gemacht. Das mag ich nicht. Probier ein bisschen. Nein. Igitt. Oh, Schokolade. Das ist keine Schokolade. Du hast mich reingelegt. So langsam reicht es mir. Hey, der Spielzeugwürfel bringt mich auf eine Idee. Ja, das wird super. Die Früchte kommen auf einen Teller. Und die Süßigkeiten gibt es auch. Hast du Lust auf ein Spiel? Die Farbe, die du würfelst, musst du essen. Ich habe Karotten gewürfelt. Das ist lustig. Lila. Voll knackig. Ich habe Bananen gewürfelt. Oh, ich habe Süßigkeiten gewürfelt. Na, endlich. Können wir das öfter spielen, Mami? Wow, dort könnte ich niemals leben. Die Leute von früher waren echt zielstrebig. Hey Mama, ich habe neuen Schleim, schau mal.
den kann man total lang ziehen. Hm, der Schleim riecht gut, wie Blaubeeren. Was machst du? Halt! Den kann man nicht essen, hörst du? Oh, mein Chiasamen-Trink. Hm, ich habe eine Idee. Also, ich nehme eine Schüssel und gebe eine Handvoll Chiasamen dazu. Dann fülle ich Wasser dazu. Perfekt, das sollte genug sein. Dann gebe ich einen Spritzer blaue Lebensmittelfarbe hinzu. Jetzt schön vermischen. Es wird schon ganz fest. Fertig, mein selbstgemachter Schleim ist fertig. Liebling, ich bin zurück und habe dir etwas mitgebracht. Wow, Schleim in drei Farben? Ich mag den blauen. Ui, so klebrig. Da will ich reinbeißen. Mh, das schmeckt gut. Freut mich zu hören und gesund ist es auch noch. So ist's gut. Spiel mit deinem Schleim, während ich lese. An die Arbeit. Kille, kille, kille. Mama, Mama, Hilfe! Was ist los, Liebling? Da ist ein Monster unter dem Bett. Du musst etwas tun. Oh, es gibt doch gar keine Monster. Es war nur ein Traum. Alles in Ordnung, Schatz. Schlaf schon. Mama, meine Füße. Die will das Monster haben. Es gibt keine Monster, aber... Hm, das ist nicht gut. Ich muss was machen. Ich weiß, ich nehme das. Sieht aus wie ein flauschiges Einhorn und wird zu einem gemütlichen Schlafsack. Gefällt's dir, Sunny? Perfekt, Mom. Das ist doch viel besser. Machen wir das nochmal, Kille. Oh, komm schon. Backen macht Spaß. Warum hilfst du deiner Schwester nicht? Zieh die Schürze an. Muss ich wirklich? Das macht Spaß. Ja, sicher. Okay, dann mal los. Den Teig so kneten. Ah, okay. Sieht gut aus. Jetzt brauchst du ein Nudelholz. Es soll helfen, meine Verspannung zu lösen. Es gefällt mir. So wie hier, ja? Backen ist einfach. Hm, etwas stimmt da nicht. Luna, wir haben ein Problem. Das esse ich nicht. Tu etwas. Schon gut, wir bringen das in Ordnung. Achte darauf, was du tust. Es war ein Versehen. Mein Haar ist immer im Weg. Hm, das ist ja ein Problem. Die sind wirklich lang. Kannst du mir helfen? Nun, ich denke ja. Nur ein schneller Schnitt. Auf keinen Fall. Ach, dann Plan B. Nicht bewegen. Och, ich dachte, das geht schon. Moment. Es muss etwas geben. Nein, das geht nicht. Oh, das wird helfen. Okay, lass uns dein Haar stylen. Los, mach schon. Ich stecke dein Haar in die Maschine. Wow. Ich muss durch dein ganzes Haar gehen. Und du bekommst eine neue Frisur. Wow, erstaunlich. Ich fühle mich so stylisch. Das sieht toll aus. Und dein Haar kommt nicht in den Teig. Nun zurück zum Backen. Einfach den Teig ausrollen. Oh, oh. Luna. Ich brauche wieder deine Hilfe. Genau darum backe ich nicht. Wow, sieh mal. Die sind sehr schön. Mama, Mama, schau! Was ist es, Liebes? Oh, Flamingos. Ich hätte gerne einen. Darf ich einen haben? Bitte, Mama. Du bekommst keinen Flamingo. Oh, das ist nicht fair. Ich bekomme nie schöne Dinge. Oh, schalten wir um. Oh, sieh dir das an. Niedliche Kätzchen. Wir könnten eins davon haben. Nein, ich will einen Flamingo. Dachte mir, dass du das sagen würdest. Oh, ein Hund. Jeder liebt Hunde. Möchtest du einen Hund? Hallo? Ich habe schon einen. Gib mir die Fernbedienung. Nun, bitte. Ich will Flamingos anschauen. Ha, die sind so komisch. Ich will einen Flamingo. Aber wo würden wir sie aufbewahren? Und was fressen sie? Moment.
Sie hat nicht gesagt, dass sie einen echten Flamingo will. Das ist eine Lösung. Ich mache einen Anruf. Hallo, ich möchte etwas bestellen. Ja, und zwar sofort. Wow, das war schnell. Hey Sunny, sieh mal. Oh, eine Box. Cool. Nein, da ist etwas in der Box. Du wirst ihn lieben. Oh, ich liebe Überraschungen. Daran hätte ich vorher denken sollen. Ein Spielzeug-Flamingo. Was soll ich damit machen? Ich zeige es dir. Der kleine Kerl hat großen Hunger. Also müssen wir ihn füttern. Er liebt Vogelfutter. Jetzt füttern wir ihn. Setz ihn auf die Toilette. Mama, er frisst das Futter. Es ist sehr gut, oder? Ja! Sieh dir das an. Oh nein! Kackt er? Sollen wir ihm etwas Privatsphäre geben? Schon gut. Es ist ihm egal. Erstaunlich! Er ist fast fertig. So eine Erleichterung. Hallo, Sunny. Was machst du da? Nur ein wenig mehr. Was ist hier los? Sunny, hast du mich gehört? Oh, hallo, Mama. Oh, was ist los? Du siehst aus, als würdest du dem Zirkus beitreten. Komm, wir müssen das abwaschen. Nimm die Seife und wasch alles ab. Muss ich? Ich mag mein Make-up. Okay, gut. Aber ich will das nicht. Sieh, ich tue es. Hoppla! Oh. Wow, was für ein Fang. Hast du gesehen? Oh-oh. Komm zurück, Seife. Was zum? Wo geht sie hin? Ups. Tja, tschüss. Nicht so schnell. Mal nachdenken. Ich habe eine Idee. Wir haben das hier. Ich nehme das Oberteil ab und fülle den Behälter mit Flüssigseife. Das reicht. Den Deckel wieder anbringen. Und es ist einsatzbereit. Probier mal, Sunny. Wirklich? Wow. Los geht's. Wow, es hat mir Seife gegeben. Das macht Spaß. Sehr gut. Wasch das Make-up ab. Keinen Punkt verpassen. Schon besser. Du brauchst kein Make-up. Huh? Was soll das? Oh, die Menschen haben einen Schatz hinterlassen. Sie ist so schön. Huch, wo ist sie hin? Ich liebe eine gute Einkaufstour. Meine Kreditkarte aber nicht. Es gab einfach so viele Angebote. Das war es total wert. Oh, hallo Süße. Sind es meine Geburtstagsgeschenke? Deine was? Oh nein. Ich hab's nicht vergessen, ehrlich. Es muss was geben, das ich ihr geben kann. Wie konnte ich das vergessen? Meine Schuhe kann ich ihr nicht geben. Oh, oh wow, was ist das? Nein, nein, das ist für Mami. Du hast es vergessen? Nein, ich... Warte mal. Ich habe eine Idee. Jetzt an die Arbeit. Ich brauche nur meine Kreativität. Ich nehme den Deckel von der Box und zeichne Augen auf die Innenseite. Einfach so. Jetzt fülle ich sie aus. Das sieht gut aus. Nun zeichne ich die Nase und den Mund und schneide ein Loch in den Mund. Sunny wird das lieben. Das ist nicht fair. Schau, was ich habe. Ein alter Schuhkarton? Ist das ein Scherz? Pass auf. Ich schütte die Bonbons auf den Deckel. Versuch, sie ins Loch zu bringen. Oh, es ist ein Spiel. Oh, ich schaffe es, Mama. Das macht echt Spaß. Ich habe sie alle im Loch. Und ich habe diese tollen Schuhe. Und diesen Schal auch. Eltern zu sein ist so befriedigend, aber es bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Manchmal braucht man ein wenig Hilfe. Hoffentlich können diese Tipps das Leben leichter machen. Welche lustigen Aktivitäten machen deine Eltern für dich? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere nützliche Videos wie dieses zu abonnieren.
Ich werde aber müde. 1, 2, 3. Ich habe eine super Idee. Hast du Lust, mit mir zu malen? Du brauchst nur einen Zipbeutel und da malen wir Tiere drauf. Zuerst kommt ein süßes Schaf. Oh, so niedlich. Und hier noch ein kleines Küken. Mit einem gelben Federkleid. Sieht super aus. Und nun der Himmel. Und saftig grüne Wiesen. Eine komplette Farm. Nimm schwarzes Papier und lege es in den Beutel hinein. Dann malst du eine Taschenlampe mit Lichtstrahl. Die Taschenlampe kommt in den Beutel hinein. Und jetzt ist die Farm beleuchtet. Eine echt clevere Idee. Wow, Mom! Das war ein schöner Traum. Ich bin so müde. Ich brauche einen schönen, ruhigen Tag. Tada! Was denkst du? Hey, David! Hä? Ich sagte, was denkst du? Sieht gut aus. Ich weiß, das ist so süß. Hier, du kannst diesen Joghurt essen. Danke, er sieht gut aus. Das ist genau, was ich brauche. Oh, das hätte ich fast vergessen. Nein! Du hast dich bekleckert. Das weiß ich, David. Mein Outfit ist ruiniert. Jetzt kann ich es nicht mehr anziehen. Keine Sorge, ich mach das. Wir brauchen Backpulver. Einen Versuch ist es sicher wert. Ich streue es über den Fleck und ein bisschen Zitronensaft. Nicht zu viel. Schließlich brauchen wir Essig. Jetzt können wir schrubben. Ich gebe Spülmittel auf den Fleck und benutze die Zahnbürste, um alles zu mischen. Wir können sie jetzt aufwischen. Es ist Zeit, die Jeans zu trocknen. Der Haartrockner ist perfekt für diese Aufgabe. Das war's. Fertig. Danke sehr. Das ist mein Job. Du wirst mich nicht besiegen, David. Ich bin einfach zu gut. Ach ja? Das war ein Glückstreffer. Spielen wir noch einmal. Ava, guck dir deine Jeans an. Was? Oh nein. Das sind Grasflecken. Sieht nach einem weiteren Job für mich aus. Ich gieße Essig über den Fleck. Jetzt können wir es mit einem Tuch einreiben. Und einfach wie von Zauberhand, der Grasfleck ist weg. Mein Held! Und jetzt lass uns spielen. Deine Schleife sitzt tief. Oh, schon besser. Die Krawatte sitzt auch. Alles ist perfekt. Happy Birthday! Hier sind deine Geschenke. Ich freue mich ja so. Juhu! Jemand Lust auf Snacks? Hier, greift ruhig zu, Mädels. Voll cool. Danke, Papa. Mädels, achte darauf, keine Unordnung zu machen. Danke für die Einladung. Die Schokolade schmeckt mega. Das wird ein Desaster. Ich sollte besser etwas unternehmen. Immer nur aufräumen macht keinen Spaß. Immer bleibt alles an mir hängen. Na, das gefällt mir nicht. Habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja! Wir sind bereit, Papa! Getroffen! Das ist voll cool! Juhu, getroffen! Ich hab mich mal wieder selbst übertroffen. Komm, Entchen, Zeit für eine Dusche. Was zum... Du bist besetzt. Schätze, wir müssen warten, bis wir dran sind. Oh Mann, wie lange braucht ihr denn noch? Oh, ja, ich bin fast fertig. Ah, schön sauber. Jetzt kann mein Tag beginnen. Na, endlich. Ah, na gut, jetzt bin ich dran. Ducky, du passt auf mein Handtuch auf. Ah, das ist es, was ich... Oh, oh nee! Ach, die Seife! Aua, mein Zeh! Oh, oh, oh nein! Das war knapp. Ich hätte mich ernsthaft verletzen können. Blöde Seife, wolltest du mich umbringen? Zeit, was dagegen zu tun. Okay, ich habe einen Schwamm und einen Cutter. Ich beginne damit, die Seite des Schwamms einzuschneiden.
Okay, jetzt kommt die Seife. Perfekt. So simpel. Jetzt ist der Schwamm ganz seifig, aber nicht glitschig. An die Arbeit. Kille, kille, kille. Mama, Mama, Hilfe! Was ist los, Liebling? Da ist ein Monster unter dem Bett. Du musst etwas tun. Oh, es gibt doch gar keine Monster. Es war nur ein Traum. Alles in Ordnung, Schatz. Schlaf schon. Mama, meine Füße. Die will das Monster haben. Es gibt keine Monster, aber... das ist nicht gut. Ich muss was machen. Ich weiß, ich nehme das. Sieht aus wie ein flauschiges Einhorn und wird zu einem gemütlichen Schlafsack. Gefällt's dir, Sunny? Perfekt, Mom. Das ist doch viel besser. Machen wir das nochmal, Kille. Oh, komm schon. Backen macht Spaß. Warum hilfst du deiner Schwester nicht? Zieh die Schürze an. Muss ich wirklich? Das macht Spaß. Ja, sicher. Okay, dann mal los. Den Teig so kneten. Ah, okay. Sieht gut aus. Jetzt brauchst du ein Nudelholz. Es soll helfen, meine Verspannung zu lösen. Es gefällt mir. So wie hier, ja? Backen ist einfach. Etwas stimmt da nicht. Luna, wir haben ein Problem. Das esse ich nicht. Tu etwas. Schon gut, wir bringen das in Ordnung. Achte darauf, was du tust. Es war ein Versehen. Mein Haar ist immer im Weg. Das ist ja ein Problem. Die sind wirklich lang. Kannst du mir helfen? Nun, ich denke ja. Nur ein schneller Schnitt. Auf keinen Fall. Ach, dann Plan B. Nicht bewegen. Ach, ich dachte, das geht schon. Moment. Es muss etwas geben. Nein, das geht nicht. Oh, das wird helfen. Okay, lass uns dein Haar stylen. Los, mach schon. Ich stecke dein Haar in die Maschine. Wow! Ich muss durch dein ganzes Haar gehen. Und du bekommst eine neue Frisur. Wow, erstaunlich! Ich fühle mich so stylisch! Das sieht toll aus. Und dein Haar kommt nicht in den Teig. Nun zurück zum Backen. Einfach den Teig ausrollen. Oh oh! Luna! Ich brauche wieder deine Hilfe! Genau darum backe ich nicht. Ich bin so krank, ich will nicht krank sein. Ups, wo ist das Fieberthermometer hin? So, mein Liebling, ich messe mal Fieber, Wie fühlst du dich? Immer noch nicht so gut? Oh, du hast immer noch Fieber. Du brauchst etwas Medizin. Nein, ich hasse Medizin, die ist voll eklig. Das sollte genug Medizin sein. Komm schon, Lizzie, damit wird es dir gleich viel besser gehen. Oh, what the heck? Wie ist sie so schnell abgehauen? Schnell weg, ich habe keinen Bock auf Medizin. Ach, das muss ein Witz sein. Dieses Kind macht mich wahnsinnig. Ich bin so gut im Verstecken, er findet mich nie. Meinen Nachmittag habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Einen Augenblick. Ich habe eine Idee. Okay, ich habe einen Löffel und die Medizin. Als nächstes brauche ich einen Lollipop. Den dippe ich in die Medizin. Ich drehe ihn etwas hin und her, damit er mit Medizin bedeckt ist. Liebling, ich habe eine Überraschung für dich. Oh nein, Dad ist zurück. Er will mir die eklige Medizin geben. Oh, was ist das denn? Er hat einen Lolli. Ich bin bereit für meinen Lolli. Alles klar, mein Liebling. Der ist für dich allein. Der ist voll lecker. Danke, Daddy. So ist brav. Jetzt habe ich auch Lust auf einen. Ist er nicht unglaublich süß? Er hat sich einen Snack verdient. Mund auf. Ich glaube, es schmeckt ihm, siehst du? Er zieht es ja mit einem Schluck ab. Wow, dann ist klar, was nun folgt. Hier, mein Kleiner, machen wir einen Verdauungstanz. Okay, ich glaube, es ist soweit. Viel Spaß, kleiner Mann. Ich glaube, ich kann es kommen sehen. Irgendwie eklig, aber cool.
Fertig? Fühlt sich an wie nasser Sand. Uff, das ist eklig. Komme! Hey, weg da! Ich lass dir sicher nicht den Vortritt. Und los geht's. Der Boden ist echt hart. Fast geschafft. Mir kommt heute sicherlich kein Bett in die Quere. Wuhu! Gute Landung. Lauf nicht so schnell, okay? Ha, ich bin drin. Mir doch wurscht. Morgendliche Haarroutine, check. Was für wunderschönes Haar. Mundgeruch, adieu. Alles Teil des Prozesses. Und nun folgt ein Badezimmerkonzert. Ja, hebt eure Hände hoch. Was in aller Welt macht sie da drin? Aber es ist erst ein guter Morgen nach dem morgendlichen Druckablassen. Schreibt sie da drin ein Buch oder was? Moment mal, ich weiß, wie ich das Ganze etwas beschleunigen kann. Ha! Huh? Was ist denn hier los? Das sollte ihr eine Lehre sein. Das ist echt gemein. Aber ich glaube, ich kann das noch retten. Mit Hilfe von diesem Teil hier. Hänge es einfach an die Toilettenschüssel, schließe den Deckel und es werde Licht, Baby. Und das in jeder beliebigen Farbe. Meine ganz persönliche Lichtshow. Ah, so viel besser. So könnte ich echt für immer hier bleiben. Tschüssi. Ich fühle mich wie eine neue Frau. Das Licht ist wieder an. Perfekt, dann werde ich einen kleinen Streich vorbereiten. Na, wie wird dir dieser Anblick gefallen? Und den Geruch nicht vergessen. So erfrischend, wenn man auf Scheunengeruch steht. Wurde auch echt Zeit. Oh Mann, was hast du hier drin getrieben? Puh, echt schlimm. Das soll wohl ein Scherz sein. Inakzeptabel. Besser. Ich habe hier etwas Arbeit vor mir. Aber ich will so wenig Kraft wie möglich aufwenden. Denn dieses Zeug schrubbt für mich. Sehen die Farben nicht total cool aus? Das sollte das Ganze im Nu beseitigen. Ganz ohne Schrubben. Mach dein Ding, gruseliger kleiner Schwamm. Schaumittel nicht vergessen. Und viel davon. Sieht aus wie eine Party hier drin. Ich hoffe, das reicht aus. Jetzt muss ich nur noch spülen. Tschüssi, fieser Kackhaufen. Ich werde dich nicht vermissen. Was für eine Schönheit. Und es riecht auch noch toll. Jetzt bin ich dran. Das ist ja eiskalt. Kann ich hiermit was machen? Ich kann es wenigstens versuchen. So berührt meine Haut den Sitz nicht. Hey! Immer noch total kalt da unten. Meine Haut spricht Bände. Mir stehen schon die Haare zu Berge. Aber ich habe eine bessere Idee. Mein Poppet. Los, meine Freunde, zeigt, was ihr könnt. Setzt euch auf den Sitz, damit ich es nicht muss. Sie bilden eine Barriere. Der letzte. Ist das nicht genial? Und es sieht toll aus. Testen wir es also aus. Ja, so bequem. Das sollte nicht lange dauern. Wusste ich's doch. Das bringt mich auf eine Idee. Oh ja, ich kann das genauso gut. Hey, irgendwie muss ich es ja aufwärmen. Perfekt, los geht's. Ist das Schokolade oder doch Kacke? Ich hoffe, die anderen tippen auf Letzteres. Das Bad ist frei. Junge, endlich. Was? Schau her, da kann man drauf sitzen. Dein Ernst? Das sieht echt cool aus. Ich komme. Wo bin ich gerade reingetreten? Hätte das noch besser laufen können? Rache ist süß. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, mir wird schlecht. Nimm das weg von mir.
Okay, ruhig bleiben. Ich wäre so gerne Einzelkind. Schätze, ich bade mal eben schnell. Oh, ohne Wasser? Was für ein Albtraum! Oh. Womit kann ich mir jetzt den Fuß waschen? Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und los! Sauberer Fuß, ich komme! Einfach mit Schaum füllen und Fuß rein. Hey, das kitzelt ein wenig. Aber irgendwie auch entspannend. Wie eine schöne Fußmassage. Und nun wasche ich es im Stiefel aus. Jetzt bin ich endlich wieder sauber. Das schicke ich Sunny. Mich schreckt nichts ab, okay? Hä? Eine Nachricht? Wie hat sie so schnell ihren Fuß sauber bekommen? Was ist hier los, hä? Oh, mich kannst du nicht reinlegen, Sis. Musst du deine Haare waschen? Jetzt schon! Ekelhaft! Lass mich in Ruhe! Das ist so ekelhaft! Junge, dieses Shampoo fühlt sich toll an. Nur zum Styling. So schön warm. Wenn es nur nicht so lange dauern würde. Okay, langsam mache ich Fortschritte. Hey, sieht gut aus. Ich bin fertig. Wo sind alle? Was auf Erden? Ich habe mir gerade die Haare gemacht. Oh, Volltreffer. Du findest das also lustig, was? Meine Haare sind klatschnass. Dann zieh nächstes Mal das hier an. Ew, Plastik? Aber irgendwie nützlich. Ich stecke einfach meine Haare rein, ziehe es auf meinen Kopf und binde es am Rücken. Ich brauche nur ein kleines Loch hier drüben, damit der Föhn reinpasst. Hallo, Wärme. Fast wie ein Friseurbesuch, oder? Hast du sie noch alle? Nun, das kannst du selbst beurteilen. Sieht doch gut aus, oder? Ich bin schockiert. Wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Wir haben einen langen Tag vor uns. Warum geht die Tür nicht auf? Wir haben uns eingeschlossen. Ich kann's nicht glauben. Ich schätze, wir hängen im Badezimmer ab. Ich wollte vorhin unbedingt hier rein. Jetzt will ich einfach nur essen. Gibt es hier was Essbares? Ich könnte einen Snack im Rucksack haben. Ja, du bist die Beste. Halte mal. Hey, dieses Teil kann man nicht richtig essen. Heute läuft einfach alles schief. Naja, vielleicht kann ich das ändern. Hier, du kannst es als Tablett tragen. Es hält sogar dein Getränk. Siehst du? Bon Appetit! Ist das ein perfekter Biss oder ein perfekter Biss? Du hast es erfasst. Ich will lieber was Süßes essen. Und um ganz beim Thema zu bleiben, esse ich aus einem Klo. Nun, eine, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. So gut. Mädels, seid ihr da drin? Hä? Es ist nur Papa. Lass ihn nur klopfen. Hört sich gut an. Ist doch gar nicht so schlimm hier drin. Diese Gadgets sind im Notfall echt nützlich. Welches würdest du benutzen? Teile dieses Video auch mit deinen Freunden und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ich fühle mich voll krank. Ich hasse krank sein. Wenigstens habe ich Gummibärchen. Wie geht's dir, Liebling? Das sieht nicht gut aus. Du solltest besser Medizin nehmen. Damit wirst du dich besser fühlen. Mach den Mund auf. Nein, ich will keine Medizin. Na gut, dann eben Tabletten. Die haben keinen Eigengeschmack. Nimm sie. Nein, das will ich auch nicht. Ein Versuch war's wert. Moment mal. Ich liebe Gummibärchen.
Die Lösung liegt direkt vor meiner Nase. Mache einen kleinen Schlitz in ein Gummibärchen. Schiebe die Tablette in den Schlitz. Das perfekte Versteck für Medizin. Hier sind noch mehr Snacks für dich. Danke, Mama. Die schmecken besser als Medizin. So lecker. Die Schüssel gehört dir allein. Ich mal für mein Leben gerne. Mom, ich habe ein Auto gemalt. Ich brauche mehr Blätter. Oh, okay, Schatz. Hier hast du noch mehr. Ich glaube, ich mal eine lila Sonne. Ich brauche mehr Blätter, Mom. Du bist so produktiv. Okay. Hier hast du's. Oh, die Blätter sind alle. Sorry, Schatz, kein Zeichenpapier mehr da. Oh, nein, nicht weinen. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche dieses Stück Pappe und jetzt ein paar Zeichnungen drauf. Sein künstlerisches Talent muss er von mir haben. Alles klar, die Bilder sind fertig und jetzt laminiere ich das mit Klebeband. Fertig. Und jetzt falte ich alles zusammen. Hey, Schatz, schau mal, was ich habe. Möchtest du diese Schildkröte ausmalen? Siehst du? Einfach so. Aber du kannst sie so oft ausmalen, wie du willst. Wow, oder? Spitze, gib her, gib her. Ich mal das Pferdchen hier aus. Ich hab Durst. Ich will etwas Wasser trinken. Ich muss nur an den Wasserhahn kommen. Oh Mann, ich komme nicht ran. Zu weit weg. Mama, ich will ein Glas Wasser trinken. Oh, mein Kind ruft mich. Ich sehe lieber mal nach. Was ist denn? Mama, ich bin durstig. Keine Sorge, ich helfe dir. Hier ist das Glas Wasser für meinen liebsten Sohnemann. Wie sagt man? Danke. Dieses Buch ist nicht so spannend. Mama! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich sehe besser mal nach. Mama, Wasser bitte. Schon gut, eine Sekunde. Und hier ist ein Glas Wasser. Juhu, Wasser, Wasser, Wasser. Mama! Ist das laut? So werde ich niemals fertig. Was gibt's, Liebling? Ich will mehr Wasser. Okay, einen Moment. Bin gleich wieder da. Schau mal, was ich hier für dich hab. Wow! Hier ein kleiner Wasserspender für dich. Fast so groß wie du und leicht zu erreichen. Oh, ein Pinguin. Ich zeig dir, wie er funktioniert. Halt dein Glas hier hin und drück dann auf diesen Knopf. Wow, so viele Blasen. Hier ist dein Wasser. Ich hole mir noch mehr Wasser. Mach das. Wasser ist gut für dich. Beginne den Tag mit ordentlich Schaum. Das werde ich brauchen. Oh, die neue Seife, die riecht so gut. Ja, aber wo soll ich sie denn hinlegen? Da. Oh, oh. Pass auf, Bella. Und plumps. Hä? Ui, da schaue ich besser mal nach. Alles okay, Bella? Ich wurde eingeseift. Hilf mir. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Aber ja, vielleicht kann ich dir helfen. Mit einer Heißklebepistole kannst du Widerstand auf der Oberfläche erzeugen. Oh, du kannst sogar Glitzerkleber benutzen. Wenn du erstmal ein Viereck gemacht hast, fügst du kleine Wellen hinzu. Und sobald der Kleber trocken ist, kannst du die Seife drauflegen. Gern geschehen. Wow, Vicky, danke. Jetzt kannst du dir die Seele vom Leib singen. Aber tanz besser nicht. So. Wow, das ist toll. Wenn ich groß bin, werde ich Basketballspielerin. Was soll der ganze Lärm? Ich versuche zu schlafen. Dein Zimmer ist ein totaler Saustall. Nicht jetzt, Oma. Unmöglich.
Die Jugend von heute. Dann räum ich eben auf. Das erzähle ich deiner Mutter. Oh, oh nein, mein Rücken. Sei so lieb und hilf deiner Oma. Was ist das denn? Damit wird sie zukünftig Ordnung im Zimmer halten. Den Basketballkorb befestige ich über ihrer Spielzeugkiste. Sieh mal, hast du Lust, wie sagen junge Leute dazu, ein paar Würfe zu versenken? Wie cool! Na dann los! Treffer, gleich nochmal! Jetzt muss ich nicht mehr aufräumen. Gesundheit. Oh, Süßigkeiten. Ich probiere mal eins. Irgendwas stimmt nicht. Meine Zähne, wo sind sie? Das ist toll. Sieh mal, Oma. Nein, meine Zähne. Das war dann wohl alles. Gern geschehen, Oma. Oh, hi, Prinzessin. Sie ist so niedlich. Den heb ich für später auf. Ich hab Hunger. Dad, ich will einen Snack. Okay, hier bitte. Okay, bin fertig damit. Diese Süßigkeiten sind lecker. Oh, stimmt, mein Lutscher. Das ist ja eklig. Mein Lutscher ist schmutzig. Oh, keine Sorge. Nicht weinen. Hier hast du einen neuen. Hm, ich glaube, ich habe gerade eine geniale Idee bekommen. Das passt perfekt. Schau mal, da ist ein neuer Lutscher für dich. Hier, du nimmst den hier. Puh. Den hier hebe ich mir für später auf. Ich werde mit meinem Ball spielen gehen. Ich will nicht. Lass mich los. Du musst aber, Liebling. Na gut. Hä? Was war das? Hey, Nanny. Setz dich wieder aufs Klo. Das ist unfair. Oh, halt. Ich schon wieder. Willst du was? So kann das nicht weitergehen. Dann denk mal nach. Bye. Es muss doch etwas geben, das ich tun kann. Oh, ich hab's. Igitt, das esse ich nicht. Ich spiele lieber damit. Essie, sieh mal, was ich hier habe. Hast du Hunger, Herr Flamingo? Hier für dich. Oh, das schmeckt ihm. Oh, er isst das ja wirklich. Herr Flamingo muss mal aufs Klo. Echt? Das muss ich sehen. Macht er echt gleich Kacke? Mach's dir gemütlich. Genau so, entspann dich. Oh, das war wohl dringend. Da kommt noch mehr, hä? Wow, er benutzt die Toilette. Ich will jetzt auch aufs Klo. Braves Mädchen. Du kannst gehen, ich kann das allein. Jetzt sind es nur noch wir zwei, Herr Flamingo. So ein cleveres Mädchen. Was hast du denn gegessen? Das brennt in den Augen. Puh, ich habe echt noch so viel Arbeit vor mir. Tada, ich bin cool, der Rest ist blöd. Dad, fang den Ballon. Hä? Oh, verstehe. Hier kommt er zurück. Fang ihn. Oh, das war nicht lustig. Und nun ist mein Ballon sauer und traurig. Genau wie ich. Er braucht ein Gesicht, ein wütendes Gesicht, damit er so aussieht wie Dad. Dad, sieh mal, der Ballon sieht genauso aus wie du. Ja, sehr clever, gut getroffen. Jetzt ist mir ganz schön heiß und ich bin müde, weil ich so schnell war. Dad, mein Ballon sieht aus wie du. Hey, Lizzie, ich arbeite gerade. Oh, du bist so gemein, mir reicht. Nimm das, du wütender Ballon und wütender Dad. Oh, oh. Oh, der Ballon ist echt weit geflogen. Nein, mein wütender Ballon! Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Na gut, ich muss wohl was unternehmen, wenn ich heute noch arbeiten will. Hier ist ein Ballon mit Löchern und einer ohne Löcher.
Ich habe den lochfreien Ballon in den kaputten gesteckt. Und nun brauche ich einen Trichter, da ich Glitzer hineingeben möchte. Die goldenen Sterne werden den Zweck erfüllen. Ich schütte sie in den Ballon. Okay, und jetzt brauche ich Flüssigkeit. Oh, die Limo eignet sich sehr gut. Sehr gut, das Glitzerspielzeug ist fertig. Gleich mal ausprobieren. Yep, das funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich vermisse meinen Luftballon. Oh, ein neues Spielzeug, voll cool und es glitzert. Yay, danke, Daddy, das ist toll. Tja, zum Glück gefällt es ihr. Nun kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Dad, Dad, guck mal, wie ich den Ballon zerquetsche. Oh, hört das denn nie auf? Zurück zur Arbeit. Ach du meine Güte, der ist so gut. Ich kann nicht weggucken. Und ich kann auch nicht aufhören, diese Bonbons zu essen. Die sind so lecker. Oh, ein pinker, mein Lieblingsgeschmack. Hey, was ist das für ein Bonbon? Lecker. Gib mir die, ich will mehr. Ich liebe Bonbons. Tschüss, Mami. Oh, da geht mein Snack. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Okay, ich hole mir einen neuen süßen Snack aus der Küche. Sie schaut nicht her, das ist meine Chance für neue Süßigkeiten. Oh, zum Glück. Yay, noch mehr Bonbons. Danke, Mama. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh, okay, hier wird sie mich nicht finden. Hi, Mama, danke für noch mehr Süßigkeiten. Oh, ich möchte doch nur ein paar Bonbons essen. Ist das zu viel verlangt? Ich muss heimlicher vorgehen, das ist alles. Puh, die Luft scheint rein zu sein. Moment mal, ich denke, ich habe eine Idee. Ich habe diese Packung Feuchttücher. Yep, das könnte klappen. Zuerst müssen natürlich die Tücher raus. Und ich entferne auch das Plastik innerhalb dieses Rechtecks. Jetzt kann ich die Bonbons einfüllen. Sieh an, alle passen da rein und ich kann den Deckel schließen. Die Bonbons sind perfekt versteckt und ich werde gleich einen essen. Schau sie dir an, die gelben sind am leckersten. So süß, ich mag diese Bonbons. Warte, wo kommen diese Vibrationen her? Oh nein, schau das Wasser, sie wird gleich hier sein. Ah, da ist sie schon. Hi Mama, hey, ich rieche Süßigkeiten. Mami, hast du welche? Was, ich? Nein, ich habe keine Süßigkeiten, nur diese Feuchttücher. Lass mich mal sehen. Ich glaube nicht, dass das was Süßes ist. Okay, hier hast du sie wieder. Oh, vielleicht sind die Süßigkeiten hier drüben. Sie ist weg. Puh, endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Und natürlich ein paar leckere Bonbons. Welche dieser Hacks kannst du gut gebrauchen? Verrate es uns in den Kommentaren. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Und falls noch nicht getan, klick auf Abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses. Im Sand spielen macht Spaß. Freut mich zu hören. Ich bin gespannt, wie der Sand schmeckt. Oh nein, halt! Lass das lieber. Gib mir den Löffel. Das kann man nicht essen. Wobei, ich habe da eine Idee. Daran hätte ich früher denken können. Die Kekse kommen in den Mixer. Dann werden sie zerkleinert. Die Kekse sollen aussehen wie Pulver. Das Kekspulver kommt auf ein Tablett. Liebling, hier, das ist für dich. Oh, noch mehr Sand. Den kann man sogar essen. Danke, Mami. Gern geschehen. Mal macht so viel Spaß. Ein hübsches Bild, Liebling. Schau mal, ich habe Blumen gemalt. Und die Sonne und den Himmel auch. Eine wahre Künstlerin, mein kleiner Picasso. Was würde ich nur ohne meinen Engel tun? Oh, was ist passiert? Das sieht grässlich aus. Lecker, ich liebe Malen. Schatz, darüber haben wir doch gesprochen. Gib mir den Stift. Wir müssen uns unterhalten. Stifte sind giftig und nicht gut für Zähne oder deinen Bauch. Ich bin ein Bild. Ich brauche eine Auszeit. Oder ich probiere etwas aus. Nimm eine Schüssel mit Schokoladendrops. Lass sie schmelzen. Fülle die flüssige Schokolade in eine Backspritze. Noch ein bisschen. Das sollte reichen. Fülle die flüssige Schokolade in einen Strohhalm. Dann stellst du die Strohhalme in den Kühlschrank. Entferne den Strohhalm, wenn die Schokolade fest ist. Lass uns kreativ werden. Spitze die Schokolade wie einen Stift. Achte darauf, dass der Spitzer sauber ist. Dann stippst du das Stiftpapier über die Schokolade. Fertig ist der essbare Stift. Du kannst auch mehrere Farben nehmen. Liebling, ich habe neue Stifte für dich. Wow, die riechen wie Schokolade. Es ist Schokolade.
Viel besser. Ich sollte besser aufräumen. Juhu, es ist Waschtag. Hat noch nie jemand gesagt. Mann, das ist anstrengend. Und jetzt geht's zum Zusammenlegen. Oh, ist das langweilig. Eins fertig und noch eine Million übrig. Ha, Bella, du musst dir die Katze hier anschauen. Vorsichtig, hier ist ein Handtuchstapel. Oh, das Ding wird umfallen. Ah, Mensch, dafür habe ich ewig gebraucht. Ja, das kenne ich, Süße. Kann ich dir vielleicht einen kleinen Falltrick zeigen? Mache mit deinem flachen Handtuch ein Dreieck und falte es dann so zusammen. Dreh es um und roll es mal so. Wenn du zum Ende kommst, steck es in die Ecke. Super süß, oder? Versuch das mal so ins Regal zu stapeln. Oh, das sieht toll aus, oder? Läuft heute irgendwas Gutes im Fernsehen? Oh yeah, die Sportnachrichten. Genau das habe ich gesucht. Ich muss es ein bisschen lauter stellen. Dieser Apfel sieht so knackig aus. Yay, Zeit für einen Apfel. Der ist bestimmt richtig gut. Au, der ist voll hart. Da gebe ich dem Moderator recht. Ein neuer Spieler sollte eingewechselt werden. Ha, wo ist mein Apfel denn hin? Ist der runtergefallen? Oh, Lizzie, der Apfel ist viel zu hart für deine Zähne. Oh, Daddy, meine Zähne sind ausgefallen. Du meine Güte, lass mich das hier pausieren. Wow, das sind wirklich deine Zähne, die dort liegen. Was mache ich denn jetzt? Keine Sorge, Schätzchen, gib mir den Apfel, ich hol dir einen Snack. Der Löffel wird mir dabei helfen, Lizzie zu helfen. Okay, ich muss nur einen kleinen Kreis rausschneiden. Perfekt. Nun zerkleinere ich das Innere des Apfels mit dem Löffel. Sehr gut, das war's. Kann ich die Zähne wieder zurückstecken? Au! Oh, hey, hat geklappt. Meine Zähne sind wieder drin. Hey, Liebling, du wolltest doch einen Apfel essen, oder? Okay, mach den Mund weit auf. Yay, ich liebe Äpfel. Das ist wirklich meine Lieblingsfrucht. Okay, nun kann ich mich weiter den Sportnachrichten widmen. Vicky singt. Das kann nur eines bedeuten. Zeit für eine Dusche. Und die Party kann beginnen. Ah, oh, das ist kochend heiß. Oh Mann, dieses eiskalte Wasser hier ist auch nicht besser. Warum kann ich denn nie die richtige Temperatur finden? Aber wenn ich es dahin drehe, im richtigen Winkel... Okay, ich hab's. Ja, das ist genau richtig. Warum dauert das immer so lange? Das sollte reichen. Oh, ich will diesen perfekten Punkt nicht vergessen. Ich werde ihn damit markieren. So habe ich immer die perfekte Temperatur. Nur eine kleine Markierung. Perfekt. Und statt mit der Temperatur herumzuspielen, findest du sie jetzt beim ersten Versuch. Ich liebe meinen eigenen Pool. Schaut alle her, ich schwimme. Puh, das war anstrengend. Ich sollte langsamer machen. Es ist so warm. Ich muss mich abkühlen. Da bin ich schon, Fräulein. Soll das ein Witz sein? Was ist das? Das ist Wasser. Onkel, wir haben ein Problem. Ich will was Erfrischendes trinken. Ich kümmere mich darum. Nene. Betty verdient den frischesten Orangensaft. Man kann ihr nicht nur Wasser servieren. Keine Sorge, Betty. Das ist doch lächerlich. Hier für dich, Fräulein. Was hat denn so lange gedauert? Das sag ich, Mami. Der Service ist schrecklich. Ein Glas Milch für meinen Engel. Milch kommt von Kühen, Mami. Das weiß ich doch. Schau, Mama, ich bin fertig. Ihr Name ist Daisy. Sie ist mein bester Freund. Ein schönes Bild. Das sollten wir an die Wand hängen. Hier ist dein Glas Milch.
Milch? Wie geht? Das mag ich nicht. Oh, nicht schon wieder. Oh, die Stifte bringen mich auf eine Idee. Das ist die Lösung. Ich nehme einen Latexhandschuh und mache Löcher in die Finger. Mit Schwarz male ich ein Muster darauf. Das macht Spaß. Sieht aus wie eine Kuh. Jetzt kommt die Milch in den Handschuh. Bis oben hin füllen. So, das reicht. Hier, für dich. Echt? Ich melke eine Kuh. Da kommt die Milch, Mami. Das Glas ist voll. Jetzt bin ich durstig. Mmm, voll lecker. Ich bin einfach ein Genie. Weg mit dir, Flamingo. Jetzt mal ich mit dem Stift auf dem Luftballon. Nur ein paar Striche. Fertig ist der Smiley. Wie süß, mein kleiner Künstler. Luftballongesicht ist mein Freund. Ah! Nein, jetzt muss ich ihn wieder aufpusten. Oh nein, Luftballongesicht. Der Ventilator hat Luftballongesicht kaputt gemacht. Oh nein, bitte nicht weinen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich will mein Luftballongesicht. Ich habe einen kaputten Luftballon und einen unbeschädigten. Den unbeschädigten Luftballon stecke ich in den anderen hinein. Und jetzt kommen noch ein paar Glitzersterne dazu. Als nächstes fülle ich etwas Wasser in den Luftballon. Aber nicht zu viel Wasser hineinfüllen. Zum Abschluss kommt eine Schleife drumherum. Perfekt! Der Luftballon ist zugebunden, damit er kein Wasser verliert. Schau mal, Liebling, hier hast du ein neues Spielzeug. Hm? Ein neues Spielzeug? Was ist das? Wow, wenn ich drücke, wird ein Luftballon draus. Hey, sogar mit Sternen innen drin. Voll cool. Nach einer schönen heißen Dusche fühlt sich dein Handtuch besonders angenehm an. Ups. Gut, dass das keiner gesehen hat. Versuchen wir das nochmal. Guten Morgen, Mick. Ah. Oh, Entschuldigung. Mann, das ist ja ein wahrer Albtraum. Was ist das denn alles? Klettverschluss? Hm, das sollte funktionieren. Um peinliche Handtuchsituationen zu vermeiden, gib etwas Kleber in die Ecke. So. Dann klebe ein Klettverschlussquadrat drauf. Und jetzt dasselbe ein paar Zentimeter weiter. Klebe nun das passende Klettverschlussteil darauf. Jetzt kannst du sicher sein, dass dein Handtuch nicht mehr herunterfällt. Nicht heute, Handtuch. Mann, ich könnte in diesem Ding einen Tanz hinlegen. Hallo, Schatz. Wer ist da? Ich brauche meine Brille. Komm, auf geht's. Es wird Zeit aufzustehen. Oh, hi, Daddy. Na, dann wollen wir mal deine Zähne putzen. Iss dein ganzes Müsli auf, damit du groß und stark wirst. Müsli mag ich voll gerne. Alles klar, bist du bereit für die Schule? Oh, wir binden dir die Schuhe zu, damit du nicht stolperst. Oh, wow, dein Haar ist ganz schön verwuschelt. Ein Haargummi. Naja, versuchen wir es mal. Vielleicht sowas? Nein, das ist nicht gut, Daddy. Okay, naja, dann versuchen wir eben was anderes. Es wäre viel einfacher, wenn du stillhalten würdest. Obwohl, Moment, dreh dich ruhig mal weiter. Bravo, Schatz, mach weiter. Und jetzt noch den Haargummi drum. Wow, das ist wie das Horn von einem Einhorn. Herein. Daddy! Yay! Oh, meine kleine Prinzessin ist da. Hattest du einen schönen Tag in der Schule? Na gut, dann setz dich mal und ich beende noch schnell die Arbeit.
Ich bin fast fertig, also sei brav, während du wartest. Mir ist langweilig. Bin fast fertig. Oh, oh nein, wo ist sie hin? Komm da wieder raus. Sei jetzt brav und bleib hier. Kinder machen eine Menge Arbeit. Warte, was jetzt? Oh nein! Stopp, stopp! Das ist Daddys Arbeit. Und jetzt bleib hier. Aber mir ist langweilig. Okay, wie wär's damit? Willst du mit meinem Telefon spielen? Yay, Handyzeit! Der Akku ist alle. Oh nein, mein Ladekabel ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? Moment mal, vielleicht kann ich was mit dieser Handyhülle machen. Okay, ich kann diese Serviette benutzen. Und jetzt fülle ich diese Plastikhülle mit Kleber. Das sollte reichen. Und jetzt mit einem Glätteisen verschließen. Ich klebe das hier auf die Hülle und dann kommt noch ein Glitzerrahmen drauf. Genial, und jetzt kann sie damit spielen. Ja, das wird ihr absolut gefallen. Hier für dich. Wow, da sind rosa Blumen drin. Juhu. Ich bin ein Cowboy. Ich reite auf einem Stier. Rodeo, ja. Ich muss mal. Diese Wandfarbe gefällt mir. Ich muss mal. Mütter sind im Badezimmer verboten. Oh je, was hat er nur? Ich brauche Klopapier. Oh nein, ein Klopapiermonster. Es hält mich fest. Oh weh, das Klopapiermonster hat mich gekriegt, Mama. Was? Warum bist du in Klopapier eingewickelt? Das Monster hat mich gekriegt. Ich bin hinüber. Weg damit. Okay, okay. Einen Moment bitte. Sieht so aus, als bräuchten wir Unterricht für den Umgang mit Toilettenpapier. Komm zu mir. Zu viel Klopapier. Oh, Luftballons. Setz dich hin. Dann zeige ich dir, wie man Klopapier richtig benutzt. Fang mir an. Du nimmst etwas Klopapier, aber nicht zu viel. Dann faltest du es. Falten? Okay, falten kann ich. So ist gut. Und jetzt machst du mal nach. Tada! Ganz ohne Klopapiermonster. Jetzt bist du dran. Die Luftballons abwischen? Okay, Achtung, hier kommt das Klopapier. Oh, die Luftballons sind ein Popo. Meine Güte, sie werden so schnell groß. Luftballon-Popo, Luftballon-Popo. So, gleich bin ich fertig. Aus dem Weg, Mr. Miau ist auf Patrouille. Hör auf, die Küche ist kein Spielplatz. Mama! Ich kann dir einfach nicht böse sein. Hier, Gummibärchen. Ja, ich liebe Gummibärchen. Sie sind überall. Sie haben Mr. Miau und Mama getroffen. Hey, das räumst du aber wieder auf. Ein paar Gummibärchen sind in der Ausstechform gelandet. Da fällt mir ja glatt etwas ein. In die Auflaufform kommt Backpapier und danach die Gummibärchen. Dann lege ich eine Ausstechform um die Gummibärchen. Dann kommt das Blech in den Ofen. Es dauert nicht lange, bis sie schmelzen. Okay, das reicht. Jetzt füge ich Zahnstocher hinzu. Meine selbstgemachten Lutscher sind fertig. Hör auf, an der Box zu knabbern und schnapp dir lieber einen Lutscher. Wow, ich nehme den Stern. Gummilutscher. Hier, nimm doch gleich noch einen. Oh, diese Tüten sind so schwer. Endlich geschafft. Und jetzt räume ich sie noch weg. Die erste Tasche ist leer. Fehlen nur noch die restlichen Tüten. Juhu, Mama war einkaufen. Hat sie auch Süßes gekauft? Ja, Limo und Chips. Und weiter geht's. Das kann hierhin und das dorthin. Hatte ich nicht Chips und Limo gekauft? Da geht sie wieder. Jetzt kann ich weitermachen. Mega, sie hat auch Schokolade gekauft. Yum, 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 ich liebe Schokolade.
Nach so viel Arbeit habe ich mir aber einen Snack verdient. Hä? Wo sind all die Snacks hin? Ich weiß schon, wer mir zuvorgekommen ist. Die Luft ist rein. Was gibt es noch? Hab ich dich erwischt? Was glaubst du, was du da machst, Fräulein? Mist, sie ist mir entkommen. Sie hat ihr Armband zurückgelassen. Da fällt mir doch glatt etwas ein. Ich bringe einen Haken an der Seite des Kühlschranks an. Und bringe einen zweiten auf der anderen Seite an. Dann kommt das Gummiband herum. Die perfekte Kindersicherung für den Kühlschrank. Juhu, weiter geht's. Hä? Ich krieg die Tür nicht auf. Und wer? Ich will noch mehr Snacks. Ah, Lilly ist so hübsch. Irgendwann heirate ich sie. Aber zuerst brauche ich einen Snack. Ach, da bist du ja. Hi, Mom. Wie geht's dir? Jared, deine Zähne sehen furchtbar aus. Ach, hier ist die Zahnbürste. Putz dir sofort die Zähne, na los. Nö. Was mache ich denn nur? Ah, ich weiß schon, was zu tun ist. Sieh mal hier. Das ist Lilly. Und sie putzt sich die Zähne. Wow, ich muss auch Zähne putzen. Wenn Lilly putzt, putze ich auch. Oh, minzig. Fehlt nur noch der Tanz. Das macht Spaß. Lecker. Oh, na toll. Das ist so traurig. Dann hör auf, es anzuschauen. Wisch dir mal die Tränen weg. Hier, nimm das. Oh, danke. Bin ich noch verschmiert? Nur noch ein bisschen. Justin? Das schmeckt so gut. Du hast da was in deinem Gesicht. Oh, perfekt. Danke, das hätte peinlich werden können. Oh, mein Magen. Oh nein, ich habe fast kein Papier mehr. Das ist alles? Ich muss mal. Ich habe einen neuen Blazer für das Interview. Aber dieses Hemd passt nicht ganz. Oh, ich weiß. Oh, ich finde hier keine einzige Krawatte. Aha. Die ist perfekt. Komm schon. Ja, ich wollte nur eine. Aber okay. Ich sollte hier wirklich mal aufhängen. Oh, was für ein Chaos. Passt das überhaupt hier drauf? Ja, sieht nicht danach aus. Egal. Irgendwo muss es aber hin, oder? Na, runter da. Kevin? Was ist bloß los mit dir? Wow. Was soll diese Gewalt? Du kannst deine Kleidung nicht so behandeln. Ja, aber Sachen zu werfen hilft auch nicht. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Dafür brauchst du nur einen Kleiderbügel und eine Toilettenpapier- oder Papiertuchrolle. Schneide sie in kleine Ringe. Nimm einen Ring und mach einen Klecks Heißkleber drauf. Dann klebe ihn unten an den Kleiderbügel. Mach weiter und du bekommst bald dein Muster. Lass es trocknen und fertig. Rutsch rüber, es gibt einen neuen Kleiderbügel im Schrank. Und er trägt eine schwere Last. Oh, es fühlt sich gut an, Ordnung zu schaffen. Und ich sehe dabei gut aus. Yep, das ist der beste Keks von allen. So lecker. Ups, ich krümel ganz schön. Das kehre ich einfach unter den Tisch, dann merkt niemand was. Ah, Mama, was machst du denn hier? Was machst du da? Kehrst du etwa die Krümel unter den Tisch? Das reicht, mitkommen. Du putzt jetzt den Boden. Vielleicht lernst du so deine Lektion. Oh mein Gott, es war nur ein Traum. Okay, das reicht. Ich habe die Nase voll von Keksen. Wow, krasse Hütte. Hier gibt's sicher viel Kram zu holen. Was ist das denn? Haha, das perfekte Verbrechen. Oh nein, erwischt! Was geht denn hier unten vor sich? Keine Sorge, ich helfe dir, Papa. Ich schalte mal die Alarmanlage aus.
Wir wurden ausgeraubt, der Schmuck. Alles noch da. Auch das Gold. So ein Glück, ha? Huh? Huh? Alles ist weg. Meine Puppenkleider wurden geklaut. Mein Liebling, das tut mir so leid. Hier, nimm das Taschentuch. Das bringt mich auf eine Idee. Für ein schnelles Puppenoutfit schneide den Ballon auf. Falte den Ballon und schneide ihn oben und an den Seiten auf. Falte den Ballon auf. Ein neues Top für unser Püppchen. Nur beim Anziehen braucht sie noch deine Hilfe. Dann schneidest du einen zweiten Ballon auf. Daraus werden Beinstulpen. Nimm einen großen Ballon für etwas mehr Farbe. Schneide ihn oben und unten auf. Dann stülpst du ihn über die Beine. Ein cooler Rock, oder? Sie gehört auf den Laufsteg. Hier ist die neue Kleidung für deine Püppchen. Wow, Papa, das sieht toll aus. Richtig tolle Outfits. Hallo, mir gefällt dein Kleid voll. Die neue Kleidung ist echt nice. Poolpartys machen echt müde. Ja, und Kevin lernt es auf die harte Weise. Jo, Mann, was für ein Chaos. Das scheint, als wäre das eine coole Party gewesen. Ich kann meine Augen kaum öffnen. Was? Oh, ich habe viel zu lange geschlafen. Mensch, wie soll ich bitte das ganze Chaos beseitigen? Zeit für ein Versteckspiel. So. Ich kann keine Zeit damit verschwenden. Oh, ich muss den Power-Modus einschalten. Hä? Warum funktioniert der nicht? Oh, komm schon. Ich hab eine Idee. Der Guthaltebesen. Mensch, warum klebt denn das so fest? Ja, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass ich das alles nur noch schlimmer mache. Ja, runter von mir. Könnte Konfetti noch mehr Chaos anrichten? Ich meine, schau dir das doch mal an. Ja, das könnte tatsächlich die Lösung sein. Klebe ein bisschen doppelseitiges Klebeband an den Besen. Zieh die Schutzschicht ab und mach dich an die Arbeit. Schau dir diesen perfekten Besenzug an. Boah, das funktioniert einwandfrei. Jetzt wird Mama keinen Verdacht schöpfen. Boah. Oh, ich muss nach Hause. Sophia? Das nenne ich mal einen Zeitsparer. Oh, was ist denn los? Bist du? Okay, bis gleich. Wow, oh Mann, das ist rutschig. Wo ist es denn hin? Oh nee, besteht die Chance, dass es nicht kaputt ist? Oh, lass uns diesen Albtraum zurückspulen. Sicher, dass du da rangehen willst? Vielleicht gibt's einen besseren Weg. Wie es zum Beispiel an eine einziehbare Leine zu binden. Ja, so fällt's nicht ins Wasser, wenn du fertig bist. Oh, dieser Mund ist frisch und sauber. Oh. Whiskers, nee. Warum machst du das? Als ob ich was zum Aufräumen bräuchte. Whiskers, du bist ein böses Kätzchen. Die Rolle ist wohl hinüber. Was wirst du jetzt machen? Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Ich habe die perfekte Idee. Schiebe dein Haargummi über die Rolle. Whiskers kann sie jetzt nicht mehr ausrollen. Ja. Das funktioniert perfekt. Brillant. Welchen dieser Badezimmer-Hacks wirst du nutzen? Schreib es uns in die Kommentare. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos wie dieses. Malen macht Spaß. Oh, so schön. Aber nicht über die Linien malen. Liebling, es ist Zeit für ein Bad. Nein, ich will nicht baden. Ich male. Wie bitte? Du nimmst jetzt ein Bad, Fräulein? Nein, hör auf, Mami.
War sie schon immer so kräftig? Wie kann ich sie nur überreden? Die Buntstifte werden sie überzeugen. Liebling, schau mal, was ich hier habe. Oh, Buntstifte! Gib sie mir! Komm sie dir holen! Buntstifte! Okay. Jetzt kann ich weitermalen. Baden macht Spaß. Dino, Mami. Das gefällt mir nicht. So ist besser. Zeit, dich abzutrocknen. Ich will aber nicht. Ich will weiter baden. Nicht schon wieder. Okay, mein Schatz, hier sind Pinsel und Farbe für dich. Viel Spaß beim Malen. Oh nein, was ist denn da passiert? Ich bin Künstlerin, Papa, schau. Deine Mom wird ausrasten. Wobei, du brauchst ein Blatt Papier. Füge etwas Farbe hinzu. Dann noch etwas Rot dazu. Mach ein paar Farbkleckse auf das Blatt. Das Papier kommt dann in eine Plastikfolie. Meine Süße, schau mal, was ich habe. Wow, danke schön, Daddy. Ui, das ist ja wie Fingerfarben. Und alles bleibt sauber. Ich schneide die Kirschtomaten lieber auf. Mama, schau mal, ich habe mein Outfit selbst ausgesucht. Gefällt's dir? Oh mein Gott, du siehst so hübsch aus. Warte, Mama, machst du ein Foto von mir? Okay, die Kamera ist bereit. Jetzt zeig mir dein schönstes Lächeln. Sehr schön. Und jetzt mach mal eine andere Pose. Oh, du siehst auf diesen Fotos so hübsch aus. Komm mal her. Yay, ich will die Fotos auch sehen. Siehst du nicht wunderbar aus? Mamis kleiner Engel. Was? Warum? Wieso? Mein Gesicht sieht so aus. Lizzie, ich muss doch etwas tun können, um ihre Tränen zu stoppen. Der Mais. Natürlich, das ist die Lösung. Lizzie, komm mit mir hier rüber. Der Mais kommt hier hin und du, Lizzie, stehst hier. Stell dich so hin. Okay, jetzt stelle ich den Timer der Kamera. Bereit? Hier kommt das Foto. Oh je, Riesentrauben. Was für eine große Ananas. Hier, Lizzie, schau dir mal diese Fotos an. Yay, das sind die besten Fotos aller Zeiten. Danke, Mama. Jetzt mache ich selbst ein paar Selfies. Schauen wir sie uns mal an. Oh, wow, das ist wirklich mein Gesicht. Das werde ich nicht posten. Rückzug, Rückzug, los, Entdeckung! Piu, 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 piu! Zeit für dein Bad, Liebling, damit du schön sauber wirst. Niemals! Granate! Sehr lustig, junger Mann. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Lust auf etwas Badespaß? Dann schnapp dir Backpulver und eine Zitrone. Füge Lebensmittelfarbe hinzu. Ich habe mich für Rot entschieden. Dann gibst du Olivenöl hinzu und vermischst es. Rühre so lange um, bis die Mischung in etwa so aussieht. Sehr gut. Das füllst du jetzt in eine Form. Wer es gerne bunt mag, nimmt verschiedene Farben. Anschließend drückst du die Mischung in der Form fest. Dasselbe machst du nochmal mit einer anderen Form. Nimm die Mischung aus der Form und schon hast du eine Badebombe. Jared, schau mal, was ich hier habe. Hä? Wow, komm, wir spielen. Piu, piu. Piu, ich krieg dich. Weiche zurück, Mom. Ich verstecke mich hier hinter. Und jetzt kommt meine Geheimwaffe. Wow. Schau mal, Mom. Das Wasser wird ja bunt. Voll cool. Hier ist noch eine, mein Liebling. Das macht sogar Blubberblasen. Danke, Mom. Ich will jeden Tag baden. Echt clever. Oh. Riechen Popel? Nee, glaube nicht. Liebes, ich bin vom Einkaufen zurück. Hast du mich vermisst? Lass mich die Lebensmittel auspacken. Wow, was hat sie in der Tüte? Süßigkeiten? Vielleicht Chips? Schokoaufstrich, das ist der Beste. Ich will den, ich werde ihn mir holen. Was habe ich noch hier drin? Oh, okay, hier sind noch ein paar Sachen drin. Einige Äpfel. Ich lege den erstmal hier hin. Oh, Lizzie, du hast mich erschreckt. Oh, du willst einen Snack? Tada, möchtest du das hier? Yay, das ist mein Liebster. Danke, Mama. Oh, sie ist so süß. Mir gefällt, dass sie... Oh,
Lecker, 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 das ist das Beste. Ich will mehr. Oh nein, so läuft das nicht. Jetzt heißt es sauber machen. Halt still, Lizzie. Ich muss dein Gesicht abwischen und dich umziehen. So, deine Haare sind auch in Ordnung. Du siehst wieder hübsch aus. Kaum zu glauben, wie schnell sie immer ein Chaos anrichtet. Gut, dass ich das gestoppt habe. Lecker, lecker. Nanu, ich hatte das Glas doch eben noch in der Hand. Oh, halt still, ich muss dich wieder sauber machen. Das war's. Ich fasse es nicht, dass sie sich zweimal hintereinander so vollgeschmiert hat. Warte mal, ich wette, diese Tüte könnte die Lösung sein. Liebes, gib mir das. Ich zieh dir diese Tüte über. So, und jetzt steck deine Arme durch die Löcher. Warum muss ich das tragen? Oh yay, Schokoaufstrich. Lecker, lecker, lecker. Oh je, sie ist einfach eine kleine Schmiertante. Na, wenigstens beschmiert sie jetzt nur die Tüte. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Mann, als hätte hier eine Bombe ins Bad eingeschlagen. Muss ich das alles sauber machen? Oh, ich will nicht. Ja, es gibt keine Zeit wie das hier und jetzt. Ich werde den Stier bei den Hörnern packen. Oh, ruft nach extra starken Gummihandschuhen. Und ja, so ist das mit dem Putzen. Hat man erst mal angefangen, ist es schwer aufzuhören. Bevor man sich's versieht, ist alles strahlend sauber. Oh, bin ich froh, dass das vorbei ist? Endlich kann ich meine Zähne putzen. Oh Mann, wie alt ist denn das Teil? Zeit für eine neue. Wow, wann habe ich denn zum letzten Mal das Klo geputzt? Ja, sieht aus, als wäre heute der Tag dafür. Hast du ein Feuerzeug? Nutze es, um den Halter deiner Zahnbürste zu biegen. Okay, willst du sehen, wie du sie benutzt? In diesem Winkel kann sie schwere Stellen wie diese hier erreichen. Schaut euch das mal an. Ich wusste nicht mal, dass das da drunter ist. Einmal spülen und die Schüssel ist schön sauber. Hey, wie läuft's denn so? Oh, die ist so witzig. Ja, oh ja, stimmt. Ich wollte ja duschen gehen. Boah, unglaublich, dass das alles auf ihren Kopf passt. Wow, ich hätte fast das Wasser aufgedreht. Und das Tablet wäre ruiniert. Die Tüte. Das ist die Lösung. Ich stecke das Tablet einfach da rein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich sie richtig zumache. Wo kann ich das denn hinstellen? Ja, Mist, das passt nicht in den Duschkorb. Warte mal. Sorry, Bademantel. Ich brauche den Bügel. Ich hänge ihn hier einfach an und klammere dann die Tüte fest. Perfekt. Oh, Videos unter der Dusche. Jetzt kann ich mich unterhalten lassen, während ich sauber werde. Ich finde, dass ich mit diesem Hack zu den Genies gehöre. Okay, mein Schatz. Bereit, schwimmen zu gehen? Hier, deine Badekappe. Nein, keine Bademütze. Zwing mich doch. Ach, Kinder heutzutage. Mama, schau mal. Ich habe da eine Idee. Ich fülle die Badekappe mit Wasser auf. Ich bin der erste Wasserdrache der Welt. Ich kann Wasser spucken. Ah, nein. Hier kommt deine Badekappe, Liebling. Aha, voll auf die 12. Jetzt bin ich ganz nass. Das schmeckt lecker. Guten Morgen. Hey, so eine Sauerei. Aber ich habe eine Idee. Leg ein großes Papier auf einen Tisch. Stelle eine Schüssel in die Mitte des Papiers und male einen Kreis darauf. Mache das gleiche mit einer Tasse und Besteck. Schreib die Bezeichnung über die Bilder. Und so wird das Mittagessen viel angenehmer. Mach die Platzkarte mit Klebeband wasserdicht. Okay, Liebling, versuch's nochmal. Wo gehört die Tasse hin? Kluger Junge. Das macht Spaß. Und ist einfach zu säubern. Danke, Mami. Und so lebten sie glücklich bis an ihr seliges Ende. Gute Nacht, mein Liebling. Ist das nicht süß? Ich muss ganz leise sein. Was war das für ein Geräusch, Mami? Hallo? Ich brauche schon ein Messer. Ich bin im Himmel. Noch mehr. Oh oh.
Das ist nicht, wonach es aussieht. Mom, nicht schon wieder. Probier's mal damit. Nimm die Wasserflasche vom Spender und fülle sie mit Nutella. Das sollte reichen. Befestige den Spender an der Flasche. Mama, du sabberst. Dreh den Spender um und lege eine Brotscheibe darunter. Jetzt musst du drücken. Und so geht das Ganze ohne Geklecker. Hier kommt der Flieger. Hör auf mit dem Quatsch. Sorry, Mom. So was von lecker. Wir sollten uns mal über deine Nutella-Sucht unterhalten. Hier sollte ich sicher sein. Jetzt keinen Mucks machen, sonst finden sie mich. Ich will doch nur etwas süße Schokolade. Darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Mama, bist du da drin? Rieche ich etwas Schokolade? Jetzt aber schnell. Nein, nicht reinkommen. Mama? Oh, bitte nicht. Mami? Mama? Was machst du da? Hey, Mami, ich will auch. Ich auch. Ich will doch nur etwas Ruhe haben. Tragen rote Juwelen, nicht wahr? Wenn ich eine echte Königin wäre, würde ich den Style echt rocken. Stellt sich raus, dass Sonnencreme wirklich funktioniert. Wenn man nicht vergisst, sie aufzutragen. Boah, selbst das Atmen tut weh. Du siehst aber schrecklich aus. Oh Gott, oh, das brennt so sehr. Lana, Hilfe. Au, Mann, du musst dich abkühlen. Sag Mama, dass ich sie geliebt habe. Schon okay. Aber was ist denn mit deinen Füßen? Du hast den ganzen Strand mit nach Hause gebracht. Ach, du wirst den Sand überall verteilen. Wenn ich nur an meine Schuhe kommen könnte. Nee, keine Chance. Autsch. Boah, das Teil ist spitz. Moment mal. Könnte ich das verwenden? Ich kümmere mich drum. Sieht aus, als ob diese Sandale zu einem Schrubber wird. Dreh die Bürste um und gebe Heißkleber auf die Rückseite. Ja, auf alle Seiten. Klebe das Ganze dann auf die Schuhsohle. Gebe dann kleine Kleckse mit Kleber an die Kante. Und klebe Plastikjuwelen drauf. Je bunter, desto besser. Wenn du die Ferse erledigt hast, bist du fertig. Brillant. Stell sie direkt in die Dusche. Und schiebe die sandigen Füße direkt rein. Jetzt kann der Sand direkt den Abfluss runter. Das nenne ich mal Duschen für Faule. Denn saubere Füße sind glückliche Füße. Danke für den Kuchen. Ihr dürft euch was wünschen. Okay. Eure Wünsche werden bestimmt wahr. Und Dad hat noch ein Geschenk für euch. Ach, wirklich? Ach ja, stimmt. Aber das ist alles, was ich habe. Soll das ein Witz sein? Tut mir leid, Kinder. Schon okay, Mom. Wenigstens haben wir Kuchen. Mir ist da gerade was eingefallen. Es gab da diese Anzeige. Aber dein schönes Haar. Das ist der einzige Weg. Es wächst ja wieder nach. Ich mache das alles für meine Kinder. Das kann doch nicht richtig sein. Danke, mein Schatz. Keine Sorge, meine Lieben. Alles ist gut. Geschenke? Happy Birthday! Der beste Geburtstag aller Zeiten. Danke, was da wohl drin ist. Das haben wir gut hinbekommen. Sie sehen so zufrieden aus. Ist das nicht schön? Wow, ein 3D-Stift. Und ich habe eine Puppe bekommen. Voll tolle Geschenke. Dankeschön. Das haben wir sehr gern gemacht für euch. Komm, Püppchen, wir gehen spazieren. Ich habe eine Idee. Male mit einem 3D-Stift dünne horizontale Linien. Fahre auf dem Papier entlang, bis es etwa so aussieht. Dann fährst du am Rand entlang. Danach machst du weitere Formen, die ungefähr so aussehen. Wenn du sie zusammensteckst, entsteht ein Stuhl. Der perfekte Puppenstuhl. Püppchen mag sich nach dem Spazieren bestimmt hinsetzen. Das ist aber lieb. Dankeschön. Echt cool. Jetzt kann sie sogar Kuchen essen. Du bist der beste, Bruderherz.
Hallo, Sunny, was machst du da? Nur ein wenig mehr. Was ist hier los? Sunny, hast du mich gehört? Oh, hallo, Mama. Oh, was ist los? Du siehst aus, als würdest du dem Zirkus beitreten. Komm, wir müssen das abwaschen. Nimm die Seife und wasch alles ab. Muss ich? Ich mag mein Make-up. Okay, gut. Aber ich will das nicht. Sieh, ich tue es. Hoppla! Oh. Wow, was für ein Fang. Hast du gesehen? Oh-oh. Komm zurück, Seife. Was zum? Wo geht sie hin? Ups. Tja, tschüss. Nicht so schnell. Mal nachdenken. Ich habe eine Idee. Wir haben das hier. Ich nehme das Oberteil ab und fülle den Behälter mit Flüssigseife. Das reicht. Den Deckel wieder anbringen und es ist einsatzbereit. Probier mal, Sunny. Wirklich? Wow! Los geht's! Wow! Es hat mir Seife gegeben. Das macht Spaß. Sehr gut. Wasch das Make-up ab. Keinen Punkt verpassen. Schon besser. Du brauchst kein Make-up. Hä? Was soll das? Oh, die Menschen haben einen Schatz hinterlassen. Sie ist so schön. Huch, wo ist sie hin? Endlich ist Pause. Hey, Kevin, kannst du mir helfen, das vor der nächsten Stunde aufzuhängen? Klar, Lehrer. Es ist sehr wichtig, dass du es an der richtigen Stelle aufhängst. Hey, Kevin. Haben wir uns verstanden? Ach, jetzt komme ich zu spät zu meinem Personalmeeting. Was? Oh, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. An welche Wand wollte der das haben? Ach, na, ich häng's einfach irgendwo hin. Zuerst muss der Nagel in die Wand. Ja, sollte einfach sein, oder? Ja, achte auf deine Finger. Jetzt hängen wir das Bild auf. Boah, das sieht doch gut aus. Lilly. Hey, Lilly, hier drüben. Was? Nee, das sollte dahin. Oh, ich muss das umhängen, bevor der Lehrer zurückkommt. Ja, der Nagel ist draußen. Ah, das Loch fällt doch nicht auf, oder? Oh, ich stecke so tief in der Klemme. Was soll ich machen? Ach, danke, Lilly. Ah, diese Kreide könnte helfen. Sie hat die gleiche Farbe, wie die Wand hat. Und füllt das Loch aus. Ah, niemand wird's bemerken. Oh, bin ich ein Genie oder was? Aber meine Arbeit ist noch nicht erledigt. Ist das besser, Lilly? Sieht gut aus, Kevin. Oh, du hast dir gerade 2 Extrapunkte verdient. Niemand da. Das heißt, dass ich Zeit für einen Snack habe. Endlich Ruhe vor den Kindern. Hey, ein Snickers. Krieg ich auch eins? Aber das hängt dir nur in der Zahnspange. Na gut, von mir aus. Pass auf deine Zahnspange auf. Ist sie weg? Perfekt, dann ging mein Plan auf. Jetzt kann ich den eigentlichen Snack essen. Mama, ich rieche Schokolade. Ihrer Detektivnase kann man nichts vormachen. Hier, nimm. Okay, hier wird sie mich bestimmt nicht finden. Mama, ich will noch mehr Süßes. Hey, warte. Bleib stehen und gib mir etwas Süßes. Mama. Okay, endlich abgehängt. Ah! Meine Güte, warum ist sie so schnell? Puh, ich bin entkommen. Soll das ein Witz sein? Hä? Zum Glück war das nicht echt und nur ein Traum. Versteckt sie sich hier irgendwo? Sei nicht albern, sie schläft tief und fest. Zeit für einen kleinen Mittagssnack. Oh, der Salat. Damit kann ich die Schokolade verstecken. Dieses Mal gewinne ich. So, perfekt, so wird sie die Schokolade nicht sehen.
Oh, hast du Hunger? Hier, für dich. Salat? Ih, den kannst du behalten. Es hat geklappt. Endlich habe ich meine Ruhe. Genau, was ich jetzt brauche. Brumm, brumm. Oh, der reinste Schweinestall. Hi, Mami. Ups. Ich muss jetzt los, aber wenn ich wiederkomme, ist hier aufgeräumt. Aber... Okay. Na, na. Das ist der höchste Turm der Welt. Oh nein. Sie ist wieder da. Ich muss noch aufräumen und zwar schnell. Am besten benutze ich den Staubsauger. Eine Socke? Hey, das ist eine geniale Idee. Die Socke kommt über die Staubsaugeröffnung. Und dann sauge ich all die Lego-Steine auf. Somit bin ich viel schneller als sonst. Und alle Steine sind an einem Ort. Jetzt muss ich nur noch die Socke umstülpen. Wow, so viel Lego. Ich muss das verstecken. Hier ist es ja wirklich blitzeblank. Das hier? Ja. Das schreit nach einer Belohnung. Danke. Es wird Zeit, einen Burger zu machen. Ohlala, frische Zutaten sind das Beste. Jetzt noch eine Scheibe Tomate. Perfekt. Jetzt Käse. Hi, beachte mich nicht. Ich mache nur ein bisschen sauber. Okay, dann schneide ich einfach weiter die Tomaten. Puh, Mann, putzen ist harte Arbeit. Und ich muss mich auch noch um das schmutzige Geschirr kümmern. Och, ach nee, der Wasserhahn, der sieht ja schrecklich aus. Ich muss was dagegen tun. Ach, ja, Schrubben funktioniert nicht. Aber mit Schrubben funktioniert es doch immer. Ach. Hast du unseren dreckigen Wasserhahn gesehen? Ja, hast du schon mit Schrubben versucht? Ja, na klar, aber das hilft nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Jetzt kommt Ketchup auf meinen Burger. Hallo? Ketchup? Komm raus. Oh, nee. Der Ketchup ist frei. Pass auf. Nein. Oh, der Wasserhahn. Boah, da ist jetzt überall Ketchup drauf. Ach, willst du mich verarschen? Ich hab den eben erst geputzt. Ups. Du machst es nur noch schlimmer. Oh, der Wasserhahn, der glänzt ja. Wow, war das der Ketchup? Ich glaube, es ist der Ketchup. Boah, der löst den ganzen Dreck ab. Schau, wie viel besser der jetzt aussieht. Und ich bin endlich mit dem Putzen fertig. Ja, gerade rechtzeitig für den Burger. Oh, ich liebe den Park. Im Park ist es am schönsten. Ja, es ist ein schöner Tag für den Park. Okay, ich habe einen kleinen Snack für dich, weil du so brav warst. Yay, ein Lutscher, mein Lieblingsgeschmack. Ich gehe spielen. Okay, hab viel Spaß, aber sei auch vorsichtig. Was mache ich jetzt? Ih, eine Biene, hau ab. Nein, die Biene will meinen Lutscher, den bekommst du nicht. Das ist kein Bienensnack, das ist Lizzies Snack, der gehört mir. Die Biene ist hinter mir her, Hilfe! Ah, hau ab, du böse Biene. Hi-ya! Ich krieg dich, Biene, ich krieg dich noch, hau bloß ab. Ich bin so viel gerannt. Bienen sind schnell, aber ich bin schneller. Au! Mein Finger! Hey! Aua, Mama! Oh mein Gott, mein armer kleiner Engel. Mama, ich habe einen Splitter im Finger. Keine Sorge, ich hole ihn wieder raus. Nein, nicht anfassen, das tut so weh. Oh nein, okay, warte kurz. Ich schaue in meiner Tasche nach. Mal sehen, die Verpackung hilft nicht. Dann habe ich nur noch diese Münzen. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment mal, die Münzen. Liebes, halt jetzt still. So. Ah! Was? Der Splitter ist weg? Wo ist der hin? Ich habe ihn einfach entfernt, siehst du? Yay, danke, Mama, du bist die Beste. Ah, die Biene ist wieder da. Renn weg. Aha. Nein! Oh, zu viel Toilettenpapier! Weg von mir! Oh, ich hatte noch nie diesen Albtraum. Aber eigentlich könnte ich gerade jetzt Toilettenpapier gebrauchen. Stirb, Zombie, stirb! Och, Kevin ist drin. Brauchst du noch lange, Kev? Bin gleich fertig. Kevin, komm schon.
Ich sagte in einer Minute. Ich muss aber wirklich dringend. Warum hast du so lange gebraucht? Oh mein Gott. Was ist hier drin gestorben? Oh, meine ätherischen Öle. Ich brauche ein bisschen Linderung. Oh, das ist viel besser. Es sollte hier drin viel mehr danach riechen. Vielleicht klappt das ja auch. Ein paar Tropfen können eine Menge bewirken. Das sollte reichen. Nenn mich ruhig das Badezimmergenie. Jetzt bin ich an der Reihe, das Bad einzunebeln. Nur, dass es bei mir wie eine Wiese riecht. Ja, das ist schön. Noch nie habe ich mich so entspannt gefühlt. Das ist kaputt. Du musst nur stärker putzen, mein Schatz. Meinst du so? Oh, mein Buch, völlig durchnässt. Das war zu stark, Liebling. Aber Mom, die Seifenblasen sind kaputt. Oh, ich hab doch gerade erst geduscht. Ups, tut mir leid, Mom. Beruhige dich. Tief einatmen, er ist noch ein Kind. Das macht so gar keinen Spaß. Ich hab da eine Idee. Das haben wir gleich. So viel Spielzeug. Ah, oh, genau, was ich brauche. Ah, oh, das wird ihm gefallen. Sieh mal, was ich für dich habe. Oh, Mom, das ist ein Schweinchen. Und es macht sogar Seifenblasen. Voll cool. Voll das tolle Geschenk. Na los, probier es mal aus. Boah, sowas von cool. Das macht echt Laune. Ab heute sind wir beste Freunde. Danke, Mom. Das habe ich doch gern gemacht. Und jetzt kann ich auch weiterlesen.